Ja, herzlich willkommen zur Sneak Preview des VKSI. Wir machen die seit einiger Zeit zusammen mit dem Cyberforum und heute geht es um Themen aus dem Bereich DevSecOps, auf die ich mich schon freue. Genau, mit mir dabei Alexander Wachtel, der das bei uns das Ganze organisiert. Wir haben auch schon im Bild Sven Strittmatter, der den ersten Vortrag machen wird. Und etwas später, ich sehe ihn schon gerade in der Teilnehmerliste, werden wir auch noch einen zweiten Vortrag haben von Nicolas Wiehl. Und ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Also, wir werden heute nicht das AWP-Projekt, wie jetzt hier auf der Folie noch draufsteht, vorstellen. Das werden wir auf die nächste Sneak Preview verlagern. Ich möchte aber kurz noch ein paar Worte sagen. Wer sind denn überhaupt die Veranstalter hinter diesen Sneak Previews und hinter dem IT Roundtable des Cyberforum? Offensichtlich zwei Vereine, wie es auf dieser Folie zu sehen ist. Als VKSI, dort bin ich im Vorstand aktiv, kümmern wir uns um unter anderem Nachwuchsförderung. Wir machen zum Beispiel ein spezielles Informatik-Bogi für Schüler an Schulen. Wir kümmern uns darum, dass das Berufsbild des Software-Ingenieurs als solches auch wahrgenommen werden kann. Wir kümmern uns um Weiterbildungsangebote und wir kümmern uns um den IT-Standort Karlsruhe ganz generell. Und das Cyberforum, das wir als Partner mit an Bord haben, ist generell eines der größten IT-Netzwerke in Deutschland. Über 1000 Firmenmitglieder allein, die dort Mitglieder werden können und sehr, sehr diverse Angebote, unter anderem auch der IT-Roundtable, der zu IT-Themen entsprechend ein Austauschformat anbietet. Und genau, also so viel vielleicht erstmal zu den Partnern, die da sind. Die Sneak Previews veranstalten wir regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr. Zuletzt haben wir zusammen mit dem Cyberforum die Frequenz etwas erhöht. Und ganz oft geht es darum, dass wir ein sehr ähnliches Thema aus mehr als einem Blickwinkel beleuchten, typischerweise aus zwei Blickwinkeln, sodass sich dann auch für die Zuhörer ein tatsächlich ein erhellender Moment einstellen kann und man verstehen kann, okay, was hat es wirklich mit diesem Thema auf sich? Häufiger nehmen wir dann auch einen sehr informatiklastigen Blickwinkel und vielleicht auch einen gesellschaftlichen Blickwinkel hinein. Das ist jetzt heute mal nicht speziell der Fall, aber genau dieses mehrere Perspektiven auf ein Thema einnehmen ist ganz charakteristisch für unsere Sneak Previews. Ja, was machen wir noch? Als VKSI fördern wir zum Beispiel Nachwuchs. Wir haben zum Beispiel auf der letzten Sneak Preview noch Preisträger ausgezeichnet für ihre Abschlussarbeiten. Das ist dann im Bereich entweder der theoretischen Grundlagen oder auch der praktischen Anwendung. Das sind die typischen Felder, in denen man ausgezeichnet werden kann. Und dann freuen wir uns natürlich immer, wenn wir auch schöne Arbeiten im Bereich des Software Engineering sehen. Genau. Also vielleicht erstmal zu den Themen hier. Das Meetup gibt es regelmäßig. Wenn Sie es nicht gemacht haben, Sie können sich nämlich auch direkt für das Meetup registriert haben, indem Sie einfach sich für das Webinar angemeldet haben. Wenn Sie aktuell auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, dann registrieren Sie sich bitte auch über Meetup. Das ist der sicherste Weg, um auch über die nächsten Veranstaltungen hierzu auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind permanent auf der Suche nach guten Themen, die sich eignen für eine größere Zuhörerschaft. Und entsprechend können Sie sich gerne melden bei alexander.wachtel@vksi.de. Die Adresse ist hier eingeblendet und dann werden wir sicherlich einen Weg finden, wenn das Thema passt, das dann auch unterzubringen. Und die Vorträge, zumindest die meisten Vorträge aus dieser Reihe, finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal. Und das heißt also, wenn Sie irgendwas verpasst haben oder nochmal nachhören wollen im Nachgang, dann ist das die einfachste Variante, sich nochmal reinzuhören und einfach nachzuverfolgen, was Sie vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal verpasst haben. Genau, an der Stelle würde jetzt AWP-Projekt kommen. Genau, Professor aber Neumann deshalb machen wir leider. direkt weiter. Genau, Genau. deshalb machen wir am besten direkt weiter mit Sven Strittmatter. Und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat zu Security Test Driven Company, Learning by Pain, ist zumindest der offizielle Titel. Die muss man aber, glaube ich, erst nochmal dekodieren und da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, hallo. Jetzt habe ich noch das Problem, dass irgendwie die Slideshow automatisch irgendwie läuft. Ich gebe es zu, ich bin ein ziemlicher PowerPoint-Noob. Da Aber oben, Sie haben ja, jetzt die leider. Settings aber gerade schon gehabt. Können Sie noch einmal kurz zurückgehen? Da oben war Use Timings in Ihren Einstellungen.
Ah, Use Timings. Genau, oben rechts die Checkbox. Ah, okay. Na, wer das wohl angemacht hat. Danke für den Tipp. Ja, ich würde eigentlich gerne die Slides mit LaTeX machen, aber ich habe unsere Marketingabteilung noch nicht überzeugen können, dass sie uns dafür ein Template machen. Ja, hallo. Ich stelle mich gleich vor. Ich würde aber auch gerne wissen, mit wem ich es eigentlich so zu tun habe. Normalerweise stelle ich jetzt dann so ins Publikum die Frage, wer denn so Developer ist und lasse Hände hochhalten oder wer irgendwie Pentester ist oder ob irgendwie vielleicht auch ein CISO da ist. Vielleicht mag die Zuhörerschaft das einfach im Chat schreiben. Ich gucke da dann mal rein, einfach mal schreiben, so Developer, CISO, und dann weiß ich so ein bisschen grob, wer denn da ist. Zu mir, ich bin hauptsächlich Developer, mache auch Softwarearchitektur, bin auch so ein, ich nenne mich gerne Security-Fuzzi oder Security-Mufti. Wir haben bei uns in der Firma ein Security-Kernteam. Das besteht aus Leuten, die sich sehr der Security zugetan fühlen und für sich auf die Fahne geschrieben haben, dieses Thema auch in der Firma weiterzuentwickeln. Security habe ich die Hard Way gelernt. Da kommt auch so ein bisschen dieses Learning by Pain her. Ich wurde tatsächlich schon mal vor vielen, vielen Jahren morgens aus dem Bett geklingelt vom Chef mit der Frage, warum da jetzt irgendwie Nacktbilder auf der Webseite sind. Und dann musste ich mich gezwungenermaßen mit dem Thema Security auseinandersetzen. Mache jetzt schon seit 15 Jahren professionell Software. Mittlerweile jetzt bei der Iteratec. Das hier ist unsere obligatorische Marketingfolie. Wir sind so ein Individualsoftware-Dienstleister. Natürlich sind wir der beste Software-Dienstleister überhaupt. Wenn irgendjemand Software für irgendwas braucht, dann bauen wir das quasi von der Kreation, von der ersten kreativen Idee iterativ hin bis zum fertigen Produkt und betreiben das dann auch. Und natürlich machen wir auch Cyber im Sinne von, dass wir schon von Anfang an Software sicher machen wollen. Also so das, was ja ganz gerne passiert, dass man so Diskussionen in Projekten hat, irgendwie quasi so kann ich das Auto nicht auch billiger haben, wenn ich irgendwie die Gurte weglasse. Das machen wir nicht. Bei uns gibt es das nur mit Qualität und Security. Dann so ein kleines, nicht mehr ganz so aktuelles Beispiel aus dem Security-Bereich. Anfang vom Jahr haben das vielleicht der ein oder andere mitbekommen, hat Microsoft irgendwie so ein paar Millionen Datensätze aus Versehen ins Internet gestellt. Was ist da passiert? Man hat irgendwie vergessen, ein Passwort zu setzen bei Elasticsearch. Das ist jetzt die Frage, warum bringe ich jetzt genau dieses Beispiel? Ich habe vor einem Jahr angefangen, spaßeshalber einfach mal so einen Notizzettel zu führen, wo ich jeglichen Datenreichtum und Firma, die runtergefahren wurde, mir aufschreibe mit Datum und Link. Ich habe es inzwischen aufgegeben, weil es ist eigentlich irgendwie jeden Tag drei. Warum jetzt Microsoft als Beispiel? Das ist eine Firma, die schon seit langer Zeit sehr viel Geld investiert, um sichere Software zu schreiben. Ne? Also irgendwann hat Bill Gates mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gesagt, ich habe die Schnauze voll, dass sich irgendwie lustig über uns macht. Das war noch zu Windows XP-Zeiten. Und Microsoft wirft damit Budgets drauf. Und da kann man als so normales, sterbliches Softwareprojekt eigentlich nur davon träumen. Und trotzdem scheint es dann doch irgendwie nicht ganz so einfach zu sein mit der Security. Wobei ich der Meinung bin, dass das nicht so sein muss. Ja, solange man nicht irgendwie Krypto selber entwickeln möchte, muss Security nicht schwierig sein. Es erfordert halt so ein bisschen Fleißarbeit und Disziplin und auch ein gewisses Qualitätsverständnis aller Beteiligten. So, die Frage, so ins Publikum muss man jetzt nicht im Chat beantworten. Das kann jeder für sich selbst beantworten, ist so Hand aufs Herz, wer von Ihnen testet eigentlich kontinuierlich seine Infrastruktur auf Sicherheitslücken, prüft, ob alle Geräte letzten Patchstand haben. Auch so eine Frage, die ich gerne stelle, ist so, wer spielt denn eigentlich Security-Patches in unter 24 Stunden ein? Wenn Sie das nicht tun,
versuchen sie das. Es ist wirklich keine Option mehr, irgendwie Patches nicht mehr einzuspielen heutzutage. Außer man hat dieses Buch gelesen und hofft einfach nur, dass man irgendwie nicht gehackt wird. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, um dann ein Beispiel zu bringen. 2017 war es, wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Deutsche Bahn von WannaCry erwischt. Das ist jetzt nicht passiert, weil jetzt jemand explizit die Bahn angreifen wollte, sondern die standen halt einfach nur blöd im Streufeuer, weil man hat einfach alles gepatcht, was alles gehackt, was nicht gepatcht war. Ne? Und da stand man halt direkt im Feuer. So, das Problem, womit wir ja so ein bisschen mehr und mehr konfrontiert sind, ist halt die steigende Komplexität. Ja. Die Applikationen werden immer komplexer, immer größer, dadurch steigt die Angriffsfläche. Da kommen irgendwie solche Stichwörter wie Internet of Things, Industrie 4.0. Na, wir müssen jetzt mehr Digitalisierung machen. Plötzlich sollen die Kunden jetzt auch auf das System draufkommen und zack, steht das System, was bisher irgendwie nur immer intern war, mit einem blanken Hintern im Internet und ist dementsprechend halt auch angreifbar. Und was da hinzukommt, ist, man muss sich mittlerweile halt keine Feinde mehr im Internet machen, um gehackt zu werden, sondern das passiert halt einfach, weil sich das halt einfach lohnt. Da ist so ein schönes Beispiel GantCrab, die haben vor vielen Jahren einen Verschlüsselungstrojaner gemacht und haben damit Millionen Dollar verdient und haben dann irgendwann halt auch noch die Unverfrorenheit gehabt, einen schönen Blogartikel zu schreiben mit einem kleinen How-to, wie sie das alles gemacht haben, so als Anleitung für das Early Retirement. Wie läuft Softwareentwicklung heute so hauptsächlich? Das kennen wahrscheinlich die meisten. Ja, es ist halt irgendwie immer wichtig, dass man möglichst schnell irgendwie Software an Mann bringt. Ja, das muss irgendwie alles schneller gehen. Man muss schneller sein wie die Konkurrenz. Da hat man dann auch, selbst wenn man jetzt als Entwickler sagt, okay, man möchte irgendwie sicher arbeiten und man möchte Security machen, dann kommen da auch oft so Ausreden wie ein MVP braucht keine Security, ein Login können wir später noch einbauen. Also ist jetzt nicht ausgedacht, tatsächlich dieses Login können wir später noch einbauen. Die Diskussion habe ich tatsächlich schon mit jemandem geführt. Dann auch für Security werden wir nicht bezahlt, es hat kein Business Value, yada, 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 das kennen wir alles. Die Diskussion hat man vor 10 Jahren schon, als es darum ging, ob man Unit-Tests schreiben soll. Manche haben die Diskussion heute noch. Da haben dann halt die meisten Manager dieses Buch hier gelesen. Und es läuft dann halt irgendwie so darauf aus, dass man halt als Entwickler dann halt irgendwie so denkt, so, naja, gut, egal, ne? Wird schon nichts passieren. Ich gehe heute Abend heim. Ist ja nicht mein Problem. Ne? Manchmal kommt es auch vor, dass jemand nur die gute Idee hat und sagt, so komm, dann lass uns doch wenigstens einen Pentester anheuern. Das ist dann so das Sicherheitsgurt fürs Management. Ja, man hat irgendwie ein gutes Gefühl, man hat irgendwie den Spezialisten da, der guckt sich am Ende vom Projekt, guckt der da nochmal irgendwie so 2 Tage darüber, hat man einen Haufen Geld dem Mann gegeben oder der Frau. Dann ist ja alles gut. Meistens passiert das dann, hat man trotzdem das Problem, dass der Livegang in 3 Tagen ist. Die Entwickler gucken sich den Report an und denken sich so, ja gut, das machen wir dann vielleicht später mal. Und dann ist das Projekt zu Ende, das Ganze ist live und der Report landet irgendwo in der Schublade. Das Management denkt, ist ja alles super, die haben das ja irgendwie alles gemacht. Und die Entwickler denken, ja, das Management weiß ja Bescheid, dass wir da keine Zeit mehr hatten. Und dann, irgendwann steht es dann halt bei Heise, dass wieder irgendwie Daten rausgetragen wurden. So, und wie schaut es auf der anderen Seite so aus? Passt das denn eigentlich noch so, Software zu machen, wenn wir irgendwie heutzutage irgendwie die ganze Zeit von Continuous Deployment sprechen, irgendwie alles in die Cloud machen? Nicht so ganz, ne? Weil irgendwie so die Hacker bleiben ja auch nicht stehen, die automatisieren sich auch, ne? Die haben 365 Tage im Jahr Zeit, um unsere Applikation zu hacken. Die benutzen auch automatisierte Tools. Wer schon mal auf Shodan irgendwie geguckt hat, was da so alles zu finden ist, muss man ja irgendwie mithalten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ab und zu mal im Darknet unterwegs ist. Das ist zu empfehlen. Allerdings sollten Sie das jetzt nicht unbedingt mit Ihrem Laptop von der Firma machen oder von zu Hause, laden Sie sich irgendwie Tails runter, machen Sie das im Internetcafé.
Schauen Sie sich mal um, ne? Also man muss heutzutage irgendwie kein super krasser Hacker sein, sondern man kann sich halt irgendwie in Botnets klicken und man kann sich irgendwie Phishing-Attacken klicken, ne? Und wenn man da irgendwie Geld verdienen möchte, geht das relativ einfach. Man wird dann vielleicht nach ein paar Jahren auch relativ einfach vom FBI oder von Interpol verhaftet. Aber wenn Sie derjenige sind, der diesem Angriff ausgesetzt sind, nützt Ihnen das ja nichts, wenn in 3 Jahren jemand verurteilt wird. Da haben Sie ja jetzt ein Reputationsproblem. Und der Klassiker mit den üblichen Ausreden, ne, das ist hier rechts sind so ein paar Standardausreden, die jeder vielleicht schon mal irgendwo gehört hat, vielleicht auch schon mal selber zu jemandem gesagt hat. Das ist kopiert von einem alten KiwiCon-Plakat, von einer Hacker-Konferenz, mit dem Kommentar, so, Hackers don't give a shit. Ja, das muss einfach jedem klar sein. Das interessiert einen Hacker nicht, ob ihr Budget alle ist. Das interessiert auch einen Hacker nicht, ob morgen Deadline ist. Und es interessiert ihn auch nicht, ob das Third Party ist oder sonst was. Der macht einfach ihre Software auf und trägt die Daten raus. Das interessiert ihn alle recht wenig. Und deswegen müssen wir als Management, als Entwickler, als CISOs alle dieses Problem ernst nehmen und da auch was tun. Aber was ist die Lösung? Die ist altbekannt. Wir haben ja Enterprise IT Security. Ne? Gehen einfach her, gründen eine Stabsstelle, dann gibt es ein Team und dann sagt das Management hier, ihr kümmert euch mal um Security und der Rest klopft weiter Features. So, was dann passiert ist, man zertifiziert halt alles irgendwie durch, da gibt es genügend Vorlagen im Internet, ne? Das kann man sich halt irgendwie so alles schön machen, ja, irgendwie Checklisten, Papierstapel, Vorgaben, wie oft muss das Passwort gewechselt werden, all so eine Sachen. Da hat der Kai-Uwe Rupp aus Karlsruhe, das ist so einer aus der agilen Ecke, mal dazu gemeint, so, das ist halt so, man möchte ein dynamisches Problem mit einer statischen Lösung beheben. Ne? Das ist halt nur mäßig gut. Ich habe selber mal die Erfahrung in der Firma gemacht, da haben zwei Leute, die diesen Auftrag hatten, die Zertifizierung durchzuführen, 6 Monate lang die Firma zum Erliegen gebracht. Da wurden dann so Diskussionen geführt, wie jede einzelne Software muss von der IT-Abteilung, 2 Personen, abgesegnet werden, ob die installiert werden darf auf einem Rechner. Auf den Einwand der Entwickler hin, wie das denn irgendwie bei so Ubuntu-Build-Servern ist, wo irgendwie in den Repositories zig, zehntausende Packages drinne stehen. War halt so der Kommentar so, ja, die müssen halt dann alle irgendwie, ja, auditiert, genau. Und das hat dann Wochen die Diskussionen gekostet, bis man da dann zu einem pragmatischen Ergebnis gekommen ist. Und enden tut es dann irgendwie, indem so Papierstapel entstehen. Das ist jetzt hier so ein plakatives Bild. Das ist natürlich auch nicht besser, wenn der Papierstapel irgendwie virtuell in Wiki landet. Weil man hat dann am Ende halt irgendwie hier so ein Papiermonster, vor allem irgendwie hier der Drache die ganze Zeit irgendwie nervt. Ne? Als Entwickler denkt man sich irgendwie so, yo, fuck you, ich muss arbeiten, ja, das muss irgendwie auch noch gelauncht werden, lass mich in Ruhe mit deinen Checklisten. Der CISO sitzt da, freut sich, dass er einen riesen Papierstapel hat. Und tatsächlich hat ein Arbeitskollege von mir mal 5 Jahre lang bei einem großen deutschen Konzern als Softwareentwickler, als Externer gearbeitet. Der war dort quasi hin in einem Projektverkauf. Und er hat sich dann irgendwann mal gedacht, er möchte da irgendwie mal mit dem CISO sprechen, weil ihn interessiert ja das Thema Security. Und dann hat ihm der CISO so ein Packen Papier auf den Tisch gelegt und meint so, hier, wir sind zertifiziert, hier ist alles dokumentiert, wir sind safe. Er hat da bereits zu dem Zeitpunkt 5 Jahre lang Software geschrieben und nie vorher diesen Papierstapel gesehen. So, die Abteilung hält sich dann natürlich irgendwie für die Größen, haben alles im Griff, haben irgendwie vielleicht so ein paar Leute, die auch ab und zu mal auf Schulung gehen, denken irgendwie so, alles ist irgendwie super, wir sind irgendwie sicher, wir haben ganz viel reglementiert. Und aus Entwicklersicht denkt man sich irgendwie so, okay, da hat man irgendwie so einen komischen Haufen von Mr. Beans sitzen, die irgendwie Zeug wollen, das man nicht versteht. Keiner weiß, was die eigentlich so genau wollen und man geht ihnen aus dem Weg und wurschtelt sich halt irgendwie so an ihnen vorbei. So, das war jetzt hier mal so der Rand über Enterprise IT Security. Jetzt kommen wir mal so zu dem pragmatischen Ansatz, den wir bei uns in der Firma seit ein paar Jahren leben. So, wir sind der Meinung, dass Security jetzt prinzipiell jetzt nicht so unbedingt wahnsinnig schwer sein muss. Es ist halt nur irgendwie was, wofür sich jeder verantwortlich fühlen muss. Ja, wenn ich hergehe und sage, ich habe eine zentrale Security-Abteilung, die kümmert sich da ja schon um alles,
heißt das natürlich jetzt wenig hilfreich, sondern es muss sich wirklich jeder einzelne Entwickler, Manager, Projektleiter dafür verantwortlich fühlen. Ich habe da auch mal einen Ingenieur von Bosch kennengelernt, der so Fabriken aufbaut. Ne? Der reist irgendwie so nach China, baut ganze Fabriken auf. Und dann meint so, du Sven, weißt du irgendwie so dieses Programmieren, ich verstehe dich gar nicht, dass dir das so viel Spaß macht. Ich finde das voll ätzend. So, ich mag das, diese Fabriken aufzubauen, aber da dann das Programmieren, das ist voll nervig und das mache ich eigentlich voll ungern. Und jetzt mein Chef hergekommen hier mit diesem Industrie 4.0, wo ich gar nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt muss ich da Internet und jetzt Programm, muss ich da in so einer komischen proprietären Steuerungssoftware einen IP-Stack programmieren. Ich gucke den so an und meine irgendwie so, okay, und wie ist das so mit Security dann, weil IP und Netzwerk, das ist ja gefährlich. Also Security damit mache ich überhaupt nichts, darf ich auch gar nicht, weil da haben wir eigene Security-Abteilung, die machen alles sicher. Und dann nur gedacht so, ich würde ja um eine Kiste Bier wetten, wie lange es dauert, bis so eine Firma runtergefahren wird, aber das kriegt man halt meistens jetzt nicht so zeitnah mit. Das ist natürlich keine gute Idee, das so wegzuzentralisieren, ne, weil das wird halt nicht skalieren. Ich finde eher so den Ansatz pragmatisch, dass man da pragmatisch als Entwickler halt auch irgendwie selber versucht, irgendwie seine Software, die man baut, irgendwie sicher zu halten. Und da habe ich hier jetzt einfach mal so beispielhaft ein paar Tools, da gibt es noch viel mehr, aber das ist einfach mal so eine Handvoll von Tools, die wir auch selber regelmäßig einsetzen, mit der man halt auch mal gegen seine Software irgendwie fahren kann und gucken kann, wie schaut das denn aus? Ist das denn alles irgendwie so top, ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt Fefe sein, um beurteilen zu können, ob irgendwie das TLS gut oder schlecht ist, wenn man da so einen TLS-Check oder einen SSL-Alyzer dagegen laufen lässt und dann mal guckt, was dabei rauskommt, da kann man das auch machen. Ich habe ja auch mal so ein ganz plakatives, einfaches Beispiel, einfach mal Nmap bei mir zu Hause laufen lassen. So, was habe ich denn überhaupt für Hosts? Ne? Da steht hier in der Mitte der Folie steht web.kn5000.local. Das ist eine virtuelle Maschine, von der ich eigentlich immer dachte, dass die aus wäre. War sie halt nicht. Ne? Und sowas kommt in Firmen auch vor. Da laufen manchmal noch Dinge, von denen eigentlich alle bisher gedacht haben, so, das läuft gar nicht mehr. Ne? Und dann guckt man sich das an, ist das halt irgendwie so ein Windows XP, was seit 10 Jahren nicht mehr gepatcht wurde. Und genau so passiert dann WannaCry. Noch ein kleiner Disclaimer. Auch wenn ich Sie jetzt ermutige, so machen Sie Scans, klären Sie das vorher ab, weil es kann durchaus irgendwie vorkommen. Das haben wir bei einer Bank erlebt. Da haben wir auch irgendwie den Vorschlag gebracht, dass die Entwickler in den Teams irgendwie selber scannen könnten. Dann hat einer gemeint, irgendwie so, wenn man das machen, dann kommt irgendwie sofort der Werkschutz und bringt einem dann raus. Also das muss man halt vorher irgendwie abklären. Wenn Sie irgendwie in einer verantwortlichen Position sind, dann hören Sie auf, Ihre Entwickler so zu gängeln, weil wenn Sie sowas verbieten, dann lernen die halt auch nichts, ne? Ich meine, das ist gut, irgendwie ein Monitoring und ein Auditing zu haben, aber irgendwie den Leuten zu verbieten, irgendwie ihr eigenes Zeug zu scannen, das ist keine gute Idee. Dadurch halten sie nur ihre Entwickler auf einem schlechten Entwicklungsstand. So, jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man jetzt diese ganzen Toolies hat, ist natürlich auch irgendwie schwierig, da immer die ganze Zeit rumzuscannen, ne? Vor allem in der heutigen Zeit, wo man irgendwie hier schnell alles Continuous Deployment irgendwie rausschippen muss, ist halt irgendwie schwierig. Da hat keiner irgendwie Zeit und Muße, sich in die ganzen Toolies einzuarbeiten und die dann immer irgendwie händisch auszuführen. Und da will man ja auch nicht immer irgendwie Haufen Skripte schreiben. Und so ist bei uns vor vielen Jahren dann so eine Idee entstanden, dass man das irgendwie besser machen könnte. Und das ist jetzt so der kleine Werbeblock für die Secure Codebox. Das ist mittlerweile Open Source. Und was heißt mittlerweile? Eigentlich jetzt auch schon seit einem Jahr auf GitHub und ein OWASP-Projekt. Wir sind einfach hergegangen, haben diese ganzen Scanner genommen und haben die in Docker-Container gepackt und orchestrieren die so, dass man die in einem Jenkins-Build einfach permanent aufrufen kann. Das heißt, ich habe dann halt so mein Web-Projekt. Ich konfiguriere das und jedes Mal, wenn ich committe, kann ich meine Scanner dagegen laufen lassen. Irgendwie ein Z-Proxy, ein SSL-Alyzer, ein Nictoscan. Ich kann mit Nmap gucken, ob irgendwelche Ports offen sind, die nicht offen sein sollen und so weiter. Und das Ganze dann irgendwie schön noch in Dashboards angucken. So, da das Ganze halt auch containerbasiert ist, ist es halt auch relativ einfach zu deployen. Das läuft auf allen Plattformen, auf denen man Container ausführen kann. Man kann auch
beliebige Scanner integrieren. Solange man den Scanner in einem Docker-Container ans Laufen bekommt, kriegt man den da integriert, muss ein bisschen Glue-Code schreiben für den Input-Output. Und das war es dann eigentlich auch. So, und dann kam man auf die Idee und haben gesagt, na, das ist ja super. Dann soll einfach jedes Team, jedes Projektteam bei Eternatec soll einfach die Secure Codebox einsetzen und außerdem machen wir dann noch irgendwelche Security Champions. Das empfiehlt die OWASP ja auch. Und ein Security Belt machen wir noch, um die Leute zu skillen und wir machen Security Guidelines und so weiter und so fort. Und dann merkt man auch schon, da kommt gleich wieder der Mr. Bean um die Ecke. So, die zentrale Stelle sagt, was alle tun sollen. Weil was nämlich dann tatsächlich passiert ist, man gibt den Entwicklern dieses Tool. Die gucken sich das an, sehen da irgendwie 1 Trillion Findings und denken sich so, da kümmere ich mich dann irgendwann mal drum, wenn der Projektstress vorbei ist. Ich habe da als Symbolbild mal so einen SonarQube-Screenshot gemacht. Das kennt wahrscheinlich auch jeder irgendwie so. Man kommt in ein Projekt, was schon ein paar Jahre läuft, lässt einmal SonarQube drüber laufen, dann denkt man sich so, okay, machen wir es besser wieder zu, weil keiner will irgendwie 3 Millionen Findings durchgehen und gucken, was da false positive ist. So, ist natürlich jetzt nicht so toll. Deswegen haben wir uns dann irgendwie gedacht, so, okay, wir drehen einfach den Spieß um. Wir betrachten einfach unsere gesamte Firma als Projekt. So, wir scannen einfach alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Wir scannen alle IPs, weil die Entwicklungsumgebung, die sind auf der VM, die sind intern erreichbar und dann scannen wir nach einem offenen Port und dann lassen wir da einfach die ganzen Tools dagegen laufen. Und dann gehen wir zu den Teams und klären mit denen, was da die Probleme sind. So, das ist so ein bisschen die technischen Details für die, die so ein bisschen wissen wollen, wie das unter der Haube ist. Das hat jetzt unten out of the box mit der Secure Codebox, wie es in der Version 1 auf GitHub ist, so noch nicht funktioniert. Da mussten wir so ein paar Hacks machen, weil die eigentlich dafür gebaut ist, nur ein dediziertes Projekt irgendwie zu scannen und wir mussten uns irgendwie noch so einen kleinen Hack ausdenken, wie wir das hinkriegen, dass wir erstmal alle IPs sammeln und dann auf alle IPs gehen, was wir so damit gelöst haben, dass wir im Prinzip so 2 Pipelines hintereinander schalten, die erste scannen einfach für alle IPs, speichert die in der Elastic und dann holen wir aus der Elastic alle IPs und lassen darüber dann nochmal Scans laufen. Wir ziehen dann auch noch unten mit so einem kleinen, da haben wir eine Masterarbeit dazu gemacht, dass wir Informationen aus unserem EAM rausziehen, um zum Beispiel zu wissen, zu welchem Projekt gehört denn irgendwie so eine gefundene IP-Adresse. So, ich kriege jetzt gerade irgendwie hier so das Signal, dass meine Kopfhörer, der Akku langsam leer ist. Also falls ich mal kurz weg bin, muss ich vom Audio muss ich hier kurz auf ein anderes Headset umsteigen. Aktuell haben wir keine Probleme. Die sind sehr gut zu hören. Okay. Ja, ich höre nur das Gebimmel, das mir anzeigt, dass das gleich leer ist. Was wir jetzt eben halt machen, ist, dass wir quasi aus dem Security-Kernteam zentral als Infrastruktur, das ist so das, was wir halt noch zentral machen, eben diese Scans laufen lassen und dann direkt zu den Teams hergehen und sagen, so hier, wir haben da was gefunden, das ist ein Problem. Was halt den Vorteil hat, dass man uns jetzt nicht einfach wegklicken kann und sagen kann, kümmere ich mich später drum, weil wenn ich halt was finde und beim Stuttgarter Kollegen dann einfach neben dem Schreibtisch stehe, ich gehe halt so lange nicht weg, bis er sich halt drum kümmert. Und es hat halt auch den Vorteil, er kann mich halt dann auch direkt fragen, so, was ist denn da jetzt das Problem, was muss ich denn da tun, ne? Weil oft ist es halt auch so, ja, wie mache ich das jetzt besser, da kann ich mich direkt mit ihm hinsetzen und sagen, so, dann fixen wir das jetzt zusammen. Und dann findet halt auch ein Lernen im Team statt, ne? Und die anderen im Team kriegen das halt auch mit. Ne? Also was wir da jetzt auch festgestellt haben, ist, dass da jetzt dann auch plötzlich dann anfangen, Leute aus den Entwicklerteams Guidelines zu schreiben. Die sagen so, ich schreibe das mal auf, weil er mitgekriegt, der Kollege aus dem anderen Team, der hat ja auch so ein Problem, ne? Und hat mich auch schon mal gefragt, wir wussten beide nicht, wie das geht. Und wenn wir das quasi konsequent so weiterführen, das ist sozusagen mein Traum, wo ich irgendwann hin möchte, ist, dass wir bei uns halt dann eben so dieses Konzept von Zero Trust und Beyond Corp dadurch etablieren. Weil bisher ist ja, das kennen wahrscheinlich alle von Ihnen, das Konzept so, man hat halt irgendwie Perimeter Security, man hat irgendwie eine dicke Firewall, irgendwie hier
you name it, einen von den großen Herstellern, und dann hat man noch ein VPN. Und wenn da halt irgendwas kaputt ist, dann sind halt die Scheunentore offen, ne? Und es kommt ja regelmäßig vor, dass bei Cisco Checkpoint oder sonst wem wieder irgendwelche hardcoded Passwörter gefunden werden und so. Das ist dann halt jedes Mal, muss man da halt hoffen, dass das jetzt niemand ausgenutzt hat in der Zeit, bis der Patch da war. Wenn man stattdessen aber halt hergeht und einfach seine Systeme alle wirklich sicher hat, ne, mit einer starken Authentifizierung, mit einer verschlüsselten Kommunikation und einem Role-Based Access Control, dann braucht man halt auch keinen internen mehr, weil dann kann man das halt einfach ins Internet setzen. Dann kann man das halt auch einfach in die Cloud deployen, dann ist das egal, da muss man da kein VPN machen, da muss man sich nicht drauf vertrauen, dass irgendwie hier die Private Cloud von Amazon auch tatsächlich funktioniert und nicht doch irgendwo ein Loch hat, weil dann kann man es halt einfach ins Internet stellen. So, das hier ist mal noch so ein Beispiel, wie das bei uns aussieht, wenn wir benutzen den Jenkins bei uns dafür, wo wir eben so eine Build-Pipeline haben, wo wir quasi unsere gesamte Firma als Projekt durchscannen. Das lassen wir so im Regelfall zweimal am Tag laufen. Da purzeln dann solche Dashboards raus. Das hier ist jetzt quasi so, welcher Standort hat wie viele Hosts, und da sieht man auch, welche Betriebssysteme hat. Das ist halt natürlich so ein bisschen geschönt, weil ich jetzt da auch nicht irgendwie allzu viele Details rausgeben möchte. Man sieht irgendwie zum Beispiel, was wir so an SSH-Servern haben, ne? Das sieht man irgendwie hier, Insecure SSH Mac, ne? Irgendwelche alten Algorithmen, da ist halt einfach irgendwie das SSH nicht upgedatet worden. Und da muss man halt zu so den Leuten hingehen und sagen, so hier, patch das mal, das zeigen, wie das geht. Wir haben auch einen Scan mit AMAs, wo wir einfach von außen scannen, was haben wir eigentlich von außen so für Domains und Subdomains am Laufen, um sozusagen die externe Angriffsfläche zu sehen. Und das hier ist ein Beispiel, wie das ausschaut, wenn man eben jetzt die Secure Codebox nimmt, um es nur gegen ein einzelnes Projekt laufen zu lassen. Ich habe irgendwie einen Web. Ja, jetzt ist mein Audio, glaube ich, weg. So, ich gehe nochmal kurz zurück. Das ist eben der Botch-IT. Das ist so eine mit Absicht verwundbar geschriebene Web-Applikation auf JSP. Die kann man sich runterladen, die kann man so zum Pentesten üben hernehmen. Das ist quasi sowas wie der Juice Shop in Alt. So, dann möchte ich Sie natürlich jetzt auch nicht auf die Folter spannen und nochmal so ein bisschen erzählen, was wir denn so die letzten Jahre an Sachen gefunden haben. Da war zum Beispiel so eine alte virtuelle Maschine dabei, von der niemand mehr wusste, dass die benutzt wird im Projekt. Also die Kollegen, die das ursprünglich mal bestellt hatten, der eine hatte die Firma verlassen und der Rest vom Team das so sukzessive aufgebaut und wusste gar nichts mehr davon. Das war halt eine 32-Gig-Maschine mit 16 Kernen, die halt Strom gefressen hat und auf der noch so eine Docker-Management-UI ohne Passwortschutz lief. Als wir da ins Team gekommen sind, denen erzählt haben, dass da so eine Maschine ist, haben die alle große Augen gemacht. Dann haben wir herausgefunden, dass unsere VoIP-Telefonanlage eine offene Admin-Oberfläche hat und auch kein TLS benutzt beim Login. Wir haben diverse Hosts. Irgendwas hat geklickt, weiß nicht. Wir haben ein 3 Jahre altes Jira Confluence gefunden, was nicht gepatcht war, wo alle davon ausgegangen sind, dass das schon längst abgeschaltet war, weil das eigentlich nur eine Interimslösung war. Wir haben Hosts mit eben gammeligen SSH-Servern gefunden. Das ist das, was man im Dashboard gesehen hat. Wir haben festgestellt, dass jemand vergessen hat, unser Typo 3 abzudaten. Da mussten wir dann unseren Dienstleister mal kurz anstupsen. Dann hatten wir diverse Tomcats mit Example-Applications, wo da diese altbekannten RCEs und CVEs drin waren. Und natürlich hatten wir auch intern 3 Elasticsearch-Instanzen ohne Passwortschutz. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Entwickler auf ihren Maschinen halt auch gerne Ports offen lassen. Ja, und wir scannen immer weiter und finden in letzter Zeit weniger Sachen, aber hin und wieder findet man was und dann geht man halt zu den betroffenen Personen und bespricht das mit denen. So, die Frage ist jetzt, funktioniert es besser?
Wir sind der Meinung, ja, das funktioniert besser. Die Frage, die wir uns stellen, ist, warum? Wir haben uns überlegt, das liegt wahrscheinlich an Fear, Uncertainty and Doubt. Ne? Also wenn jetzt, also ich bin jetzt kein Lead-Hacker, ich bin eher der Entwickler. Ich kenne mich halt mit Security aus, aber ich bin jetzt echt kein krasser Hacker. Aber wenn ich Sachen finde, dann findet es ein Lead-Hacker erst recht. Und das wissen halt auch die Leute. Ne? Wenn die wissen, wenn der Sanders findet, dann sollte ich es besser fixen, weil dann findet es ein echter Hacker erst recht. Dann, wenn man anfängt rumzufragen, ist es halt vielleicht auch peinlich. Kam auch schon vor, dass der Chef dann aus dem Büro den Kopf rausgestreckt hat, so wie, was, wo. Aha. Und das will man halt natürlich nicht. Da steigt das soziale Druck halt an der Stelle ein. Aber an der Stelle sage ich auch so, ich bin kein Psychologe, your mileage may vary. Mag sein, dass es bei Ihnen in der Firma nicht funktioniert. Falls jemand eine Erklärung hat, warum das vielleicht besser funktioniert bei uns, können wir natürlich auch gerne mal im Anschluss diskutieren. Das ist so das, was wie wir es uns zusammengereimt haben. So, was haben wir bei der Sache gelernt? Wenn man da mal den Teppich hochhebt und drunter guckt, dann findet man doch einiges. Ne? Also wir haben ja eigentlich schon seit vielen Jahren das Credo, dass wir Security auf uns auf die Fahne schreiben. Aber wir haben dann doch einiges gefunden, wo wir überrascht waren, dass das halt da ist. Und wenn man anfängt zu gucken, dann findet man halt auch Dinge. Das ist klar. Natürlich ist es immer noch gibt es immer noch Leute, die mit schlechten Ausreden kommen. Das haben wir auch festgestellt. Ne? Ebenso hier Budgets alle, kein MVP. Ne? Da muss man den Leuten halt irgendwie klar machen, das ist halt egal. Muss halt trotzdem gemacht werden. Dann muss es halt auf intern gebucht werden. Aber es kann halt nicht bleiben. Und die Awareness steigt auf jeden Fall. Ne? Also dadurch, dass die Leute einfach wissen, dass da jemand irgendwie hinten dran ist und guckt, passiert auch tatsächlich was. Und was wir festgestellt haben, ist, wenn man eben nicht nur so ein Blame-Game spielt und eben mit dem Finger auf Leute zeigt, sondern halt einfach hergebenden Leuten halt irgendwie hilft dabei, das zu fixen, ihnen erklärt, warum es ein Problem ist und ihnen dabei hilft, das zu beheben, dann führt das halt auch zu einem Erfolg. Und mittlerweile geht es sogar schon so weit, dass die Leute halt anfangen, irgendwie so halt mal auch beim Nachbarprojekt zu gucken, wenn sie was gelernt haben und quasi dann sagen sie, hier, guck mal, bei euch ist doch da irgendwie hier, die hatten das auch, mach doch mal so. Und die Leute sich so gegenseitig halt skillen. Und wir haben für uns auch festgestellt, und das ist auch was jetzt in Corona auch erst recht Sinn macht, dass das Beyond Corp halt ein Ziel ist, wo man halt hin möchte als Firma. Na, jetzt, wo alle irgendwie zu Hause im Homeoffice sitzen, macht es halt erst recht Sinn, dass man, ich habe ja irgendwie Stories mitgekriegt von Kollegen, wo irgendwie die Admins gemeint haben, das VPN ist alle mit den VPN-Zugängen, wo ich auch irgendwie gedacht habe, so okay, wie kommt denn sowas? Ne? Da wäre halt Beyond Corp sinnvoll gewesen, braucht man einfach kein VPN mehr. So, wie geht es weiter mit unserem Plan? Also wir sind da noch lange nicht am Ende mit unserem Lernen durch Schmerzen. Was wir noch weiter dran arbeiten, ist das Security Monitoring Dashboard. Ne, wir wollen da auch ein Alerting haben. Also wir wollen auch, dass bei kritischen Sachen halt auch bei bestimmten Leuten die Handys klingeln. Was wir jetzt mittlerweile auch fertig haben, ist ein Brute Force, ne? Weil jeder kennt das. Das gab es, glaube ich, bisher in jeder Firma, in der ich gearbeitet habe, dass so initiale Passwörter wie Start 01 oder Firmenname plus Jahreszahl und also ein Quack irgendwie benutzt wird für das initiale Admin-Passwort und man soll das dann ja ändern. Ne? Dann hat man immer seine Spezialisten, die es natürlich nicht ändern. Da haben wir uns jetzt auch einen Scanner gebaut, der einfach regelmäßig alle Accounts durchbrute-forced nach solchen schwachen Passwörtern. Dann eben, dass wir aus unserem EAM-Metadaten nutzen. Da ist noch so ein Punkt offen, den wir gerne noch machen möchten, ist, dass wir sowas wie ein Auto-Assignment haben. Also dass quasi, sobald ein Issue da ist und wir wissen, zu wem gehört eigentlich diese Maschine, wo das Issue gefunden wurde, dass er dann automatisch ein Ticket im Ticketsystem assigned kriegt, sodass wir da eigentlich gar nicht erst von alleine vorbeilaufen müssen. Was wir auch noch machen, wo jetzt so Corona noch so ein bisschen uns reingeschlagen hat, ist eben so Hack-Sessions, dass wir mit den Leuten zusammen eben mal so probieren, ihre Applikationen zu hacken oder einfach auch Trittsysteme bei uns zu hacken, weil es einfach auch Spaß macht. Also jeder, ich empfehle das jedem, der das noch nicht gemacht hat, so einfach mal den Juice Shop, das ist auch ein OWASP-Projekt, von Björn Kimmich,
Das ist ist einfach ein kleiner Docker-Container mit einem Webshop drinnen, der ist absichtlich verwundbar gebaut und da kann man halt schön drin rumhacken und so ein bisschen Hacker spielen. Wo wir jetzt auch dran arbeiten, schon im Prinzip seit März, seit Corona losging, ist die Version 2 der Secure Code Box. Wir haben festgestellt, dass so dieses ganze UI-Zeug, was wir da benutzt haben, mit Camunda und dem Business Process Management, was wir mal für eine gute Idee hielten, eigentlich so gar nicht gebraucht wird. Und wir haben das jetzt so umgebaut, dass quasi das ganze Orchestrieren von Kubernetes übernommen wird. Also im Prinzip diese ganzen Container, die scannen, sind einfach Custom Resource Definitions in Kubernetes drin und man steuert die Secure Code Box einfach rein über kubectl. Das ist ein reines CLI-Tool, weil dieses Beispiel, was ich vorher gezeigt habe mit dem Botch-IT, das ist eigentlich bisher immer nur in Management-Präsentationen interessant gewesen. Entwickler haben das nie benutzt, die wollen halt irgendwie ein Kommandozeilen-Tool. Und es war für uns halt auch irgendwie notwendig, da was zu ändern, weil mit dem bisherigen Ansatz, den wir da hatten, konnten wir einfach diese kaskadierenden Scans nicht ohne weiteres machen. Das ist noch nicht so richtig stable. Wir sagen noch so, es ist so Alpha, Beta. Deswegen ist es auch noch in einem separaten Repository auf unserem GitHub-Account. Da wird das jetzt aber auch schon in einem Kundenprojekt so als POC einsetzen, gehe ich davon aus, dass wir das demnächst dann auch mal so in das Main Repository rüber mergen und dann quasi so die Version 1 von der Secure Code Box auf End of Life gestellt wird. So, das war, wie wir Security Test Driven Company machen, indem wir quasi kontinuierlich unsere Firma testen. Und jetzt wäre ich für Fragen zu haben. Ich weiß nicht genau, wie der genaue Plan ist, ob die Fragen erst ganz am Ende kommen oder jetzt schon. Also zu Ihrem Vortrag können wir die Fragen direkt jetzt schon im Nachgang stellen. Sie haben als Teilnehmer die Möglichkeit, direkt zu strecken, damit wir Sie entmuten oder im Chat die Fragen zu stellen, wie Sie möchten. Ich sehe noch keine Hände. Ich hätte direkt eine Frage bzw. eine Aussage dazu. Entwickler einzuschränken, ist per se ein, ja, so ein Vorgehen. Wir haben es auch probiert. Dann haben die Kollegen direkt sich schon gemeldet und haben gesagt, naja, wir können jetzt nicht mehr arbeiten, wir müssen bestimmte Sachen scannen dürfen, beziehungsweise auch bestimmte Sachen installieren dürfen. Wenn man sie zu arg einschränkt, dann leidet sofort die Produktivität. Das heißt, die Leute kommen gar nicht mehr weiter. Also es geht gar nicht darum, dass man irgendwelche Sicherheitslücken beim Arbeiten soweit offenbart oder überhaupt baut, sondern man kann das tägliche Business einfach nicht durchführen, wenn man sie zu arg einschränkt. Sie haben gesagt, man soll damit aufhören. Jetzt wäre Ja. die Frage natürlich, wenn ich sagen würde, ich will meinen Code jetzt mal testen, dann packe ich den natürlich in so einen Container. Das ist so eine abgesicherte Umgebung, da kann ich alles Mögliche scannen, drüber laufen lassen und so weiter und so fort. Was ist jetzt mit dem Rest der Geschichte? Also das, was ich nicht in einen Container packen kann. Also irgendwelche Anwendungen, die nicht in einen Container gehören oder eben von der Firmenpolitik da nicht reingehören zum Beispiel, die einfach mal im Firmennetz unterwegs sind. Wie gehen Sie damit um? Also verschieden, sage ich mal. Kommt drauf an. Die Architektenaussage kommt drauf an. Also ich persönlich, ich bin ein Hardliner. Ich sage gegen das Produkt, also ich bin auch jemand, ich habe kein Verständnis dafür, dass man dieses Dev int Prod hat. Ich halte das für unnötig. Man hat einfach ein Produktivsystem, man deployt da permanent hin. Der Code muss einfach funktionieren. Wenn es kaputt geht, muss es instantan gefixt werden. Feature-Toggle. Und ich bin auch jemand, der Meinung ist, so ein Scan, das muss das Produktivsystem abkönnen. Natürlich, weil sie dann Weil, ja zum Kunden gehen, wenn das nicht kann, dann kriegt der Kunde ein Problem letztendlich. genau, dann ist, also da bin ich halt eben ein Hardliner und sage, das System halt eh broken, dann muss das gefixt werden, dass das System es ab. Heißt, dass man das jetzt nicht permanent so machen kann. Im Normalfall ist es ja so, also sagen wir, der Kompromissweg, ne, also das ist quasi das, was ich predige, da möchte ich die Leute hinbringen, weil das ist eigentlich das, wo man sein möchte und dass das geht, das habe ich selbst auch schon so praktiziert. Also das kann man so machen, das kann nicht nur Facebook, sondern das kann man hinkriegen, wenn man das möchte. Der Mittelweg ist halt quasi, also das mit dem Container ist ja so,
die Secure Code Box läuft ja in einem Container. Ne? Das getestete System muss nicht in einem Container laufen. Das muss einfach nur per Netzwerk von der Secure Code Box erreichbar sein. Mhm. Und wenn Sie sowas wie so ein Staging-System haben, dann lässt man das halt dagegen laufen. Also ich würde jetzt auch davon abraten, wenn man da irgendwie so ein 20 Jahre altes System hat, wo immer ein bisschen dran rumgebastelt wird, da jetzt direkt sofort alle Scans dagegen laufen lassen, auch wenn ich so eine Hardliner-Meinung habe, ich würde das jetzt dann tatsächlich jetzt auch nicht einfach mal so machen. Sowas kann man dann mal irgendwie nachts zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht mal machen, um mal zu gucken, ob es das aus kann oder nicht, aber jetzt vielleicht nicht, wenn irgendwie gerade viel Traffic auf dem System ist, dann macht man das halt auf einem Testsystem und guckt mal, hält sich das denn da? Natürlich, klar. Okay. Und im Einschränken habe ich auch noch so eine Anmerkung. Ne? Also es geht ja jetzt nicht nur darum, schränke ich jetzt irgendwie Scans ein. Ich habe das halt auch schon bei Kunden erlebt, dass mir zum Beispiel bei Bibliotheken bis auf die meiner Version runter vorgeschrieben wird, welche Version von der Bibliothek ich benutzen darf. Mhm. Was dann dazu führt, dass wenn ein Patch da ist, ich erstmal irgendwie Wochen oder Monate warten muss, bis durch die zentralen Instanzen durch ist und erlaubt wird, dass ich mein, weiß nicht, Spring Boot updaten darf. Ne? Also wenn da jetzt Leute in der Zuhörerschaft sind, die sowas entscheiden, bitte hören Sie auf damit. Das ist aktiv gefährlich, wenn man halt sowas macht. Da denkt man, das ist toll, man schreibt den Leuten alles irgendwie vor. Im Endeffekt heißt es aber nichts anderes, als ich halte meine Entwickler für Idioten und traue ihnen nichts zu. Und als Entwickler sage ich dann natürlich irgendwann so, okay, wenn es dann halt gehackt wird, ist ja nicht mein Problem. Ich habe die Regel ja nicht gemacht. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich würde dann sagen, vielen Dank für den Vortrag. War sehr schön. Wir kommen dann zu Herrn Bill, bitte, der gleich die Präsentationsrechte bekommt. Ich muss es nur zusagen jetzt. So. Genau. So sieht man das. Genau, wir sehen. Meinen kleinen Freund ohne Klamotten. Das, genau, das passt soweit. The stage is yours. Bitteschön. Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nicolas Biel. Was der Sven Schrittmacher gerade erzählt hat, kam mir sehr, sehr viel bekannt vor, aus der einen oder anderen Perspektive. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Lösung für alles habe, aber vielleicht haben wir an der einen oder anderen Stelle ja was, wo sich die Vorträge ergänzen und wo vielleicht für eine oder andere Probleme, das da aufgetaucht ist, eine mögliche Lösung haben. So, vorab noch ein kurzes Wort zu mir. Mein Name ist Nico Wiel. Ich arbeite für eine Firma namens CodeCentric, wie man am Folienlayout unschwer erkennen kann. Und beschäftige mich mittlerweile sehr viel mit Cloud rund um die Themen Security und Kosten. Und da gehört natürlich auch DevSecOps und Ähnliches dazu. Ich komme nicht ursprünglich aus der Entwickler- und DevSecOps-Ecke. Ich persönlich wohne in der Nähe von Frankfurt und was man in Frankfurt so zwangsweise mehr oder weniger mitkriegt, ist die Kundschaft, nämlich Frankfurt ist ein sehr starker Finanzstandort. Dementsprechend kommen viele unserer lokalen Kunden aus der Finanzbranche und da wollte ich mal eine kleine Geschichte mitbringen, um zum Einstieg. Der Sven Schrittmacher hat für mich ein sehr interessantes Wort, nämlich gesagt, Checkliste. Ne? Das ist so eins meiner Horror-Szenarien, immer Checkliste ausfüllen, wenn man releasen möchte. Ich habe mal ein Foto mitgebracht. Das ist jetzt nicht aus irgendwie Pixabay oder so, das habe ich selber gemacht in der Bank. Das ist die Compliance-Dokumentation für ein Jahr. Ja, nicht für eine Anwendung, ja, das wäre echt ein bisschen viel, aber das ist quasi die Compliance-Doku, die Bank für alle ihre Anwendungen, die sie selber entwickelt hat, innerhalb von einem Jahr zusammengetragen hat. Ich hoffe, ich habe es so verfremdet, dass man den einen Kasten mit dem Logo nicht mehr sieht. Wenn nicht, bitte hinterher kurz Bescheid sagen, ob es geht. Und das ist eigentlich auch schon eins der Hauptsymptome, die man so sieht. Warum DevSecOps und Security und Softwareentwicklung sich so ein bisschen mit traditionellen Methoden kollidieren. Ja. Weil gerade im Bankenumfeld, natürlich wollen wir alle, dass es sicher ist. Ja. Also niemand möchte, dass er morgens aufwacht, aufs Handy guckt und merkt, irgendjemand hat über Nacht
das Konto leergeräumt, weil irgendein Entwickler dann doch nicht rechtzeitig geupdatet hat. Das sind natürlich Szenarien, die wollen wir alle nicht haben. Ne? Also unser Geld sollte dann doch sicher sein. Jetzt ist aber leider so, in der Branche gibt es so Tendenz dazu, dass das Pendel eher in die andere Richtung rauscht. Ne? Also man hat quasi im Endeffekt bei den meisten Teams, die in diesem Umfeld arbeiten, 3 bis 4 Releases im Jahr. Und das bedingt dann so einen Zyklus von unschönen Dingen. Ja? Dadurch, dass ich nur 3 bis 4 Releases im Jahr habe, muss eigentlich jedes dieser Releases perfekt sein. Drunter gibt es gar nicht, weil ich halt nur so wenig Möglichkeiten habe. Das heißt, damit es perfekt ist, arbeite ich um jedes Release herum so viel wie möglich Prozess da rein, dass eben das Release gut wird, dass ich weiß, dass es funktional das tut, was ich möchte, dass es sicher ist. Ne? Vielleicht mache ich sogar pro Release einen Pentest, wenn ich das ganz toll machen möchte. Und dieses Ganze, was ich dann um ein Release rum mache, weil ich nicht so viele habe, führt dazu, dass ich pro Release dann doch immer noch mehr Aufwand habe, was dazu führt, dass ich weniger Releases machen kann. Und weniger Releases führt dazu, dass jedes Release noch besser sein muss und so weiter und so fort. Und das ist so der Teufelskreis, in dem wir uns da reinbewegen. Und eigentlich möchte ich ja, wir haben 2020, eigentlich möchte ich ja eher gucken, dass meine Batch-Size kleiner wird. Also wenn ich Code Richtung Produktion bewege, möchte ich eigentlich weniger große Änderungen haben, ja, weil wenn ich 3 Releases im Jahr habe, dann habe ich pro Release 4 Monate Arbeitszeit, die da reingeflossen sind. Und mit 10 Entwicklern, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und wenn es kaputt ist, weiß hinterher keiner, wo es gelegen hat. Und eigentlich möchte ich ja lieber kleine Zyklen haben, wenig Änderungen, dass ich auch zum einen gut zurückrollen kann, weil sich eben nicht so viel getan hat, aber auch, weil diese Änderungen mir ermöglichen, Dinge schnell in Produktion zu machen. Nicht irgendwelche Features 4, 6 Monate quasi als Inventar irgendwo rumliegen habe, bevor ich sie irgendwo benutzen kann. Und das ist so der Spannungskreis, in dem ich mich des Öfteren bewege. Wie gesagt, eigentlich ist die Firma vom Prozess her darauf ausgelegt, ne, 3, 4 Releases im Jahr, aber eigentlich möchten wir das häufiger haben. Wir möchten vielleicht jeden Sprint haben als Start. Nicht nur alle 3, 4 Monate, alle 2 Wochen ein Scrum-Sprint sein. Wir möchten es vielleicht am Ende irgendwann sogar täglich haben oder vielleicht sogar mehrfach am Tag. Ne? Morgens ein Feature, abends ein Feature. Wenn ich die entsprechend schneide, sollte das kein großes Problem sein. Und um mal zu zeigen, wie man diesen Weg versuchen kann zu automatisieren, wie man diesen Weg einerseits so automatisieren kann, dass es geht, aber auf der anderen Seite auch die entsprechenden Checks und Balances einbaut, dass alle Beteiligten nachts gut schlafen können. Das ist also immer, das ist für mich so der Lackmustest für Security-Teams. Haben die so viel Vertrauen in das, was sie aufgebaut haben, dass sie sich abends beruhigt ins Bett legen und nicht die ganze Zeit so auf den Pager starren, hoffentlich kein Anruf, hoffentlich kein Anruf. Das sollte unser Ziel sein. Und ich habe mal aufgemalt hier, wie denn der Weg des Codes normalerweise ist, also zumindest wenn ich da an der beteiligt bin, war es eigentlich immer so, wie ich es jetzt gemalt habe oder ein bisschen anders. Ne? Nach gewisser Zeit. Also normalerweise habe ich so einen mehr oder weniger genialen Entwickler, der sitzt vor seinem PC, Laptop, je nachdem, woran er arbeitet, und schreibt da den Code, den er jetzt in sein System einfließen lässt. Mit dem ich ein neues Feature mache, ne? Am besten das, womit ich jetzt Millionen nebenbei verdiene. Und irgendwann ist es fertig und natürlich funktioniert es lokal, ne, weil works on my machine. Und wenn ich das so weiter fertig habe, dann schubse ich das in irgendeine Form von Repository. Ich habe jetzt hier mal die Octocat von GitHub mitgebracht, weil es die in so einem Icon-Set gab, aber prinzipiell kann man das austauschen durch jedes beliebige System, was man da so benutzt. Und dort ist jetzt quasi die Quelle der Wahrheit, was den Zustand meines Codes angeht. Von da aus greift dann irgendeine Form von Build-Server, entweder ein Jenkins oder irgendein Abkömmling davon oder ein GitLab CI oder irgendwas anderes. Ja, da gibt es einen riesen Zoo mittlerweile am Markt. Da möchte ich gar nicht sagen, nehmt das eine oder das andere, das bringt eh nichts, aber irgendwas in der Richtung. Und der macht jetzt erstmal aus meinem Code, lässt so ein paar Unit-Tests drüber laufen und macht dann ein Artefakt draus, also sprich irgendwas, was ich auch ausführen kann und nicht einfach nur ein bisschen Text. Ne? Im Endeffekt das Code Text.
Und von dort aus wird es dann deployed und wandert jetzt über die einzelnen Stages hier. Ja, also im ersten Schritt mache ich vielleicht eine automatische Teststage, wo ich das System einmal deploye, von außen Blackbox-Test dagegen werfe, um zu prüfen, ob zumindest so die Grundfunktionalität noch stimmt, übereinstimmt mit dem, was ich mal ursprünglich haben wollte. Und gucke das nach. Und solange, vielleicht kann ich, ziehe ich das dahinterher auch wieder runter. Danach mache ich vielleicht noch irgendeinen Akzeptanztest, wo jemand die Anwendung auch noch fachlich begutachtet. Ne? Also nicht nur tut sie was und steigt nicht aus mit irgendwelchen komischen Fehlermeldungen, sondern tut sie auch fachlich das, was sie tun soll. Vielleicht guckt nochmal von der Fachabteilung jemand drüber oder ein Kunde, je nachdem, wie die Konstruktion ist. Irgendwann landet sie dann hier drüben auf einem Produktionssystem, wo wir dann hoffentlich ein bisschen Geld damit verdienen oder wo es uns hilft. Also da, wo wir es eigentlich hinhaben wollen, weil erst dann kommen unsere Benutzer da dran. Und wenn ich mir das so angucke, haben wir in der Wahrnehmung, wie sie heute ist, und das hat das man gerade auch wunderbar angesprochen mit Zero Trust, so ein großes Problem, das ich immer gerne als die Illusion der Burg bezeichne, weil eigentlich in vielen Orten die Sicherheitsmechanismen immer noch so gebaut sind, dass ich davon ausgehe, dass ich allein bin, ne? Dass ich in einer Burg bin und ich habe außenrum viele große, schöne und dicke Mauern. Und solange die Mauern da sind und alles richtig schön abschirmen, bin ich sicher. Weil ich bin ja hinter den Mauern. Ich bin in der Burg und ich bin hinter den Mauern. Und wenn ich das sicherer machen will, ja, dann muss ich einfach nur die Mauern dicker machen. Ich muss sie vielleicht ein bisschen höher machen, ja, dann kann keiner mehr drüber klettern und so weiter und so fort. Und das ist so die Illusion, die ich viele noch hingeben, nämlich, dass ich alleine bin und ich muss mich einfach nur möglichst gut abschotten und dann passt es schon. Jetzt hat sich leider in den letzten so 20, 30 Jahren ein bisschen was getan. Ne? Wir sind eben nicht mehr alleine, wir sind vernetzt, das Internet kam und wir reden halt permanent mit Leuten. Also zum Beispiel unseren Kunden oder unseren Partnern oder Dienstleistern oder so weiter. Das heißt, wir haben zwar vielleicht noch eine Burg, ne? Aber eigentlich ist die Zugbrücke immer geschlossen, nie immer offen. Also es kann permanent jemand rein und rausgehen. Und das ist halt so die Illusion, die vielerorts security-technisch immer noch da ist. Ich bin in meiner Burg und wenn ich alles, solange ich mich da drin bewege, ist alles gut. Die Realität sieht leider heute ein bisschen anders aus. Denn wenn ich mir jetzt nochmal den Weg des Codes angucke, wie der sich normalerweise so bewegt, dann treffe ich heute eben ganz oft Setups, wo der Code eben nicht mehr die ganze Zeit nur in meiner schönen Burg ist, sondern, um mal hier ein Beispiel zu bringen, ja, vielleicht benutze ich irgendeine Managed-Variante von einem Git-Hosting. Ja? Also ich benutze GitHub.com, ich benutze GitLab.com, also ich mache es nicht mehr, hoste es nicht mehr selber oder ich habe irgendeinen Dienstleister, der das für mich macht. Na, das liegt vielleicht gar nicht mehr in meinem Haus. Und mein Build-Server, der dann losläuft, der liegt auch nicht mehr zwangsläufig physikalisch an demselben Ort, wo mein Source Code ist. Ne? Vielleicht liegt der in irgendeiner Cloud, wo ich besonders gute Konditionen für Builds bekommen habe. Vielleicht liegt der, ist das auch ein Hosted Build Service? Also gerade so im App-Bereich, ich weiß nicht, wer da schon mal Pipeline aufgebaut ist, das zu machen, da geht man zugrunde. Das selber zu machen, das kaufe ich mir am liebsten online ein, als a Service. Da schmeiße ich ein Stückchen Code runter und unten kommt eine iPhone-App oder eine Android-App raus. Spart einem riesengroße Schmerzen. Von daher, vielleicht ist der Build-Prozess gar nicht mehr da. Der ist in einer Cloud oder on-premise in einem anderen Datacenter, wer weiß. Und wenn ich es dann deploy, muss das auch nicht zwangsläufig mehr in der Burg sein. Es kann auch in der Cloud sein. Es kann vielleicht sogar in einer anderen Cloud sein, als die Stationen, über die ich gerade vorher geredet habe. Und das macht das natürlich ein bisschen komplizierter, weil diese Illusion, dass wir sind alle in einer Burg, bricht dann erstmal zusammen. Und ich muss mir andere Möglichkeiten ausdenken, den Transport über diese Strecke irgendwie in der Integrität zu behalten. So. Jetzt gucken wir mal, was kann ich in den einzelnen Stationen tun, damit sowas nicht so unbedingt passiert. Wir fangen mal an mit dem
mit dem Quell der Wahrheit. Also in dem Moment, wo ich mich quasi bewege und sage, okay, mein Code wandert jetzt eben von meinem Laptop, dort, wo ich ihn geschrieben habe, in mein GitHub-Repository oder GitLab-Repository. Da gibt es ein paar einfache Methoden, die man sich angucken kann. Die allereinfachste, die zwar bei erstaunlich vielen sogar in irgendwelchen Anleitungen drinsteht oder Pflichtheften oder internen Vorschriften, wird oft gar nicht gemacht, nämlich Code Reviews. Ja, also bevor ich einen Code, wir haben ja mittlerweile sehr an fast allen Ständen gestellt auf Git, das heißt, ein Branch tut nicht weh und ist eigentlich eher so der Default, wenn ich anfange, Änderungen zu machen. Bevor ich diese Dinge wieder zurücknehme und zurückmigriere in den Bereich, aus dem dann ein Release gebaut wird, aus dem meine Artefakte erzeugt werden, die dann wirklich Richtung Produktion wandern, habe ich nochmal ein menschliches Gateway. Und zwar ein ganz einfaches, zwei Augen und ein Kopf von einem anderen Entwickler, der nochmal drüber guckt. Ja, und das hat ein paar sehr, sehr schöne Vorteile. Nämlich zum einen, ich kann mal gucken, hat der liebe Kollege oder der liebe anderweitig Beschäftigte, den ich da jetzt mit reingenommen habe, hat der überhaupt das geschrieben, was ich haben möchte? Hat der mich oder hat der irgendwo einen Bitcoin-Miner noch nebenbei mit eingebaut? Und was auch eine sehr gute Variante, sehr gute Sache daran ist, ich verteile automatisch Wissen im Team darüber, was sich denn gerade geändert hat. Ne? Weil bisher hat das genau einer gewusst, der das gemacht hat, wenn ich jetzt natürlich nicht anfange, Pair-Programming, Mock-Programming zu machen. Und jetzt weiß es auf einmal ein Zweiter. Ne? Ich habe die Anzahl der Leute, die die Änderung gesehen und verstanden haben, auf einen Schlag verdoppelt. Das ist ein oft nicht genutztes und sehr unterschätztes Instrument, was ich da nehmen kann. Und viele Versionsverwaltungssysteme, so GitHub oder GitLab, erlauben auch mittlerweile, dass ich quasi Teile, ja, zum Beispiel Branches, schützen kann. Ja, es gibt nur einen gewissen Kreis von Leuten, ja, die ich vertraue, die diese Reviews machen dürfen und dann auch approven dürfen. So, ein zweiter Punkt an der Stelle, der auch erstaunlich selten genutzt wird, betrifft so gerade das, was wir aktuell erleben. Ne? Corona, die meisten von uns sind im Homeoffice. Eine Frage, die sich durchaus stellt aus Sicherheitssicht, ist, wer hat denn den Code geschrieben, den ich da jetzt rein haben möchte und den ich Richtung Produktion schieben möchte? Wer war das? War das wirklich der Hans-Jörg im Homeoffice? Oder war das jemand anderer, der das Passwort von Hans-Jörg abgegriffen hat und sich jetzt als ihn ausgeben kann? Und da gibt es was relativ einfach, ein einfaches Mittel dagegen, solche Impersonation-Attacken zu verhindern, nämlich das hier. Ich versuche es mal hier hochzuhalten. Ja, so ein YubiKey gibt es auch im USB-C. Da kann ich GBG-Keys mit draufschreiben. Die verlassen diesen Key nicht sind dementsprechend nicht auszulesen. Also jemand kann meinen Rechner ausnehmen, hops nehmen und kommt trotzdem nicht an den Key ran. Und wenn ich mein Git in Verbindung mit meinem GPG entsprechend konfiguriert habe, kann ich das so einstellen, dass alle meine Commits damit automatisch signiert werden. Dementsprechend kann auf der anderen Seite, ja, zum Beispiel der Bildserver oder wenn wir irgendwie eine Review machen, jemand automatisch nachvollziehen. Das sind alles Commits, die der Nikolas gemacht hat. Ja, also sprich, ich stecke das Ding morgens in meinen Laptop, je nach Projekt, und hinterher kann man dann nachvollziehen, dass die Code-Changes auch wirklich von mir sind. So, damit sind wir jetzt mal so ein bisschen beim, okay, wie kriege ich das denn so ein bisschen sicherer, diese erste Strecke in der Welt mit Zero Trust, ohne dass ich mich da groß vor. Zweiter Schritt ist der Build-Server. Was kann ich da machen, um mir so ein bisschen so ein besseres Gefühl dafür zu geben, was habe ich denn da alles unterwegs? Und eine der am häufigsten passierenden Dinge ist so das, was ich hier jetzt als Dependency Iceberg bezeichnet habe. Weil, wenn man sich das anguckt, die meisten von uns, ja, es ist zum Glück nicht mehr so wie vor 15 Jahren, dass man sich irgendwie alle Dependencies, die man braucht, in einem Projekt einfach mit reinkopiert, ne? Und am Schluss habe ich dann irgendwie 300, 400
Megabyte großes Repository geblieben, das möchte zum Beispiel, sondern in den meisten Sprachen, ob es jetzt Java, PHP, Python, Rust, whatever, die haben so einen Package Manager. Ne? Ich brauche folgende Library, bitte zieh sie mir. Das größte Problem, was an dieser Konstruktion immer besteht, ist, die meisten Dependencies sehe ich gar nicht. Ne? Also ich ziehe vielleicht die 3, 4, 5 Dependencies, die ich wirklich selber benutze, in mein Projekt hinein. Aber die bauen dann untereinander noch so einen großen Baum auf, weil sie selber natürlich wieder Dependencies haben. Beispiel Spring Boot, sehr populär. Wenn ich das bei mir anbinde, dann habe ich schon 120 Dependencies im Projekt und habe noch keine Zeile Code geschrieben. Das sind Dinge, die sehe ich erstmal nicht. Ich sehe das, was überhalb des Eisbergs ist, also vielleicht noch meinen Code, den ich selber habe und die Liste meiner direkten Dependencies. Aber die Dependencies der Dependencies der Dependencies der Dependencies sehe ich nicht mehr. Und das ist halt, wie gesagt, wie beim Eisberg. Ne? Das ist ja auch irgendwie 9/8 unter Wasser. Die sehe ich nicht. Und dementsprechend sind wir jetzt hoffentlich nicht wie die Titanic auf Kollisionskurs. Und das ist was, da muss ich gucken. Da muss ich reinschauen, weil es ist ja natürlich nicht besser geworden, dadurch, dass wir jetzt auch noch sehr viel Infrastructure as Code haben. Und gerade mit Docker, dann habe ich ja auch noch nicht nur in meinem Code, sondern auch in meiner Runtime und Dependencies, die dann automatisch runter und eingebaut werden, wo ich nicht alles immer unbedingt direkt auf den ersten Blick sehe. Und das Problem, was dadurch entsteht, ist, diese Dinge unter der Wasseroberfläche sind für Hacker natürlich viel interessanter. Wenn ich jetzt einen gezielten Angriff machen möchte auf in der Anwendung, ist das ein relativ großer Aufwand, weil den Code gibt es vielleicht nur einmal, das ist der, den ich ihm da geschrieben habe. Wenn ich jetzt einen Angriff gegen eine Spring Library fahre, dann habe ich eben nicht nur die eine Anwendung, sondern ich habe eine riesengroße Menge an Anwendungen, die ich damit angreifen könnte. Und ja, ich habe eben nicht nur noch auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ich kann das super wiederverwenden. Und das ist das, der Punkt, der diesen Eisberg so gefährlich macht, weil er nämlich die gemeinsame Basis von nicht nur von mir und meinem Code, sondern auch von vielen, vielen anderen Codebasen ist. Wenn ich den angreifen kann, den Teil, der unter dem Wasser liegt in dem Fall, dann habe ich als Angreifer ein sehr großes Potenzial. So, und wie kann ich das lösen? Ja gut, das ist halt so, sehr vieles davon sehe ich nicht. Das heißt, Automation an der Stelle ist wirklich King. Das ist das, wo ich drauf gucken möchte. Wenn wir jetzt beim Thema Dependencies sind, was kann ich tun? Ja, zum Beispiel, ich habe Maven Dependencies, ich habe vielleicht NPM Dependencies, ich habe Containers, Container Images, die dann als Ableitung existieren. Oder ich habe vielleicht sogar ganze Betriebssysteme, die irgendwie über entsprechende Tools provisioniert werden. Da spielt man allerdings eine Sache rein, nämlich ich habe die Möglichkeit, das zu prüfen, weil es ist auch nur Code. Infrastructure as Code heißt, auch meine Infrastruktur ist als Code definiert. Das heißt, ich kann auch meine Infrastruktur als Code prüfen. Gerade im Bereich Container gibt es da mittlerweile riesengroße Optionen. Es gibt von Aqua die Möglichkeit, einen Container-Scanner zu haben. Es gibt ein Tool namens Snook. Das ist ein Hosted-Service, der kann Container-Images prüfen. Der kann einen Haufen andere Ökosysteme prüfen, ob da bekannte CVEs drin sind. Und das ist was, da kann ich zumindest, was die bekannten Sicherheitslücken angeht, unterhalb der Wasserlinie in dem Dependency-Eisberg Transparenz gewinnen, wie ist denn meine Angriffsfläche? Der andere Punkt ist, okay, was mache ich denn überhalb der Wasserlinie? Ja, mein eigenen Source-Code. Da gibt es auch schon länger Möglichkeiten, zum Beispiel SonarQube, im Java-Bereich ist das sehr populär, wo ich diverse Regeln hinterlegen kann. Ja, was ist denn erlaubt, was ist denn nicht so erlaubt, was ich in meinem Code machen kann? Zum Beispiel Findbugs kann ich einen Haufen potenzielle Probleme und eventuelle Sicherheitslücken entsprechend abfüllen. Oder je nachdem, in welchem Ökosystem ich unterwegs bin, weitere statische oder dynamische Code-Analyse-Tools, das ist das SAST und das bei mir auf das Slide. Jetzt ist aber Transparenz nur die eine Hälfte. Ja, also wenn man sich so den Zyklus vorstellt, ne, ich bin jetzt dabei und weiß, ah, okay, ich habe potenziell gefährliche Libraries in meinem Softwareprojekt. Das ist aber nur die halbe Miete, ne? Weil eigentlich möchte ich sie wieder loswerden. Und da ist das Problem, früher hätten wir das einfach abgeschoben, ne? Also wie ich angefangen habe, mein Lebensunterhalt damit zu verdienen, war das noch so, dass für die Juniors, ja, mach mal ein Update vom Projekt. Und nach ein paar Tagen kam der wieder und es war kaputt. Aber
Dazu sind die Zeiträume einfach zu schnell. Also ein durchschnittlicher Time to Breach für eine Sicherheitslüge liegt mittlerweile irgendwo zwischen 48 und 36 Stunden. Das heißt, ich habe gar nicht mehr groß die Möglichkeit zu reagieren, sondern ich muss diese Dinge quasi wegautomatisieren. Wenn die Meldung reinkommt, da ist ein CVE, der ist in deiner Software, dann möchte ich jetzt nicht erst bis zur nächsten Iteration warten, so wie jetzt machen wir mal ein Update, sondern das muss dann relativ zügig passieren. Man kann ja immer viel über NPM und kaputte Builds und Sicherheitsprobleme in Node.js-Projekten sich verlustieren, aber NPM hat tatsächlich letztens ein sehr schönes Feature released, das NPM Audit. Das lässt einfach einen Scan über mein Node-Projekt drüber laufen und sagt mir, okay, für folgende Libraries gibt es bekannte CVEs, die dabei drin sind mit der Version. Im weiteren Kommando kann ich die dann updaten auf eine Stelle, wo auf einen Dings, wo hoffentlich nichts mehr vorhanden ist, ne? Sofern ein Fix bereits da ist. Wenn ich das auch noch ein bisschen eine Stufe weiter treibe, kann ich nur empfehlen, sich mal Dependerboard anzugucken. Das ist jetzt Teil von GitHub. Das heißt, das funktioniert auch nur mit GitHub. Und es gibt noch ein weiteres Tool, das heißt Renovate. Die machen nämlich diesen Zyklus komplett. Ja, also ich weiß nicht nur, dass ich ein Update habe, sondern die stellen mir auch gleich einen Merge-Request in meinem Git, also so ein natürlicher Weg, wie ich als Entwickler Code austausche, mit dem ich dieses Update wieder zurück in meine Codebasis spiele. Das kann ich auch komplett durchautomatisieren, dass ich sage, okay, meine Updates, Security Patches akzeptiere ich automatisch, okay, Dings geht wieder zurück, wenn der Build mit diesem geupdateten Patch funktioniert, merge ich das automatisch zurück, meine Deployment Pipeline geht raus, meine Fixes vollautomatisch in Produktion. Das ist natürlich so das bequeme Endziel, da sind wir alle nicht. Das ist mir auch klar, aber da wollen wir sicherlich alle machen. So, und last but not least in unserem Weg ist so die Frage des Rollouts. Wie kann ich das ein bisschen sicherer bekommen? Weil oft in so klassischen Szenarien ist ja die Frage, wie kriege ich eigentlich ein jetzt erstelltes Artefakt von meiner Bildumgebung in eine andere Umgebung deployed? Ja. Der Klassiker ist hierbei, und das ist leider oft auch noch Stand der Technik, dass ich sage, okay, ich hinterlege einfach den Schlüssel für eine weitere Umgebung. Also wenn ich deployen möchte in eine Testumgebung, wenn ich deployen möchte in eine UAT, in eine Pre-Test, Pre-Production-Umgebung oder eine Produktionsumgebung, dann hinterlege ich einfach in meinem Build-Server hier den Schlüssel für die jeweilige Umgebung. So. Wer sich das jetzt mal so 5 Minuten durchdenkt, wird irgendwann zu dem Entschluss kommen, dass das vielleicht nicht so die beste aller Varianten ist. Weil ich quasi den Schlüssel zum König, also alle Schlüssel zum Königreich an einer Stelle konzentriert habe, im Build-Server, und ihm quasi neben dem Fadenkreuz, was er ohnehin schon auf dem Rücken hat, gleich das nochmal schön richtig groß gemacht habe, weil jetzt sind da nämlich Schlüssel für weitere Umgebungen drin, wenn ich den Build-Server aufmache, was jetzt gerade im Jenkins-Bereich auch nicht so total selten ist, dann habe ich komplett verloren. Dann ist die ganze Firma offen, zumindest die Produktionsumgebung. Und so eine Konzentration ist zum Beispiel im Bankensektor auch nicht so erlaubt. So, das heißt, wie kann ich damit umgehen? Also die aktuelle Situation ist, wie gesagt, ich habe einen Build-Server, der, wenn er jetzt deployen möchte, redet mit der Control-Plane meiner Cloud, also sei das jetzt AWS oder Google oder was auch immer der Vertriebler eingekauft hat, er hat den Einkauf eingeschwatzt hat oder ein Kubernetes. Im Endeffekt funktioniert es überall gleich. Ich habe eine Authentifizierung, wenn ich mit der Control-Plane der Cloud rede und sage ihr dann, hier bitte deploy dieses Artefakt. Und das macht sie dann auch. Dumm ist halt nur in dem Moment, dass ich auf dieser Ebene, dass ich hier drüben im Build-Server quasi alle Schlüssel für alle möglichen Varianten da habe. Das möchte ich gerne ändern. Und daher ein Konzept, das nennen wir intern Zero Trust Deployment, so ein bisschen nach den anderen Konzepten vorhin. In dem Fall ist es nämlich so, ich habe einen Agenten in meiner Cloud. Das kann ich zum Beispiel mit GitLab CI relativ einfach aufbauen. Und dadurch, dass dieser Agent in meinem Zielsystem bereits läuft, ne, sei das jetzt ein Kubernetes oder ein AWS, das funktioniert in beiden relativ gleich,
kann ich ihm innerhalb meinem Zielsystem eine Berechtigung zuweisen. Zum Beispiel über das IAM beim AWS. Bei Kubernetes sind es entsprechende Service Accounts. Und da er in den Link liegt, kriegt er von der Umgebung Credentials injected, mit der er gegen die API meiner Cloud arbeiten darf. Und zwar aber auch nur die Dinge, die ich ihm jetzt machen lassen möchte. Ne? Also was darf er deployen? Das, was wir halt deployen müssen mit dem Link. Mehr darf er nicht. Er darf zum Beispiel keine User anhängen, keine weiteren. Und dieser Agent, der pollt regelmäßig hier beim Bildserver und fragt, hast du was für mich? Hast du was für mich? Und erst wenn das funktioniert, dann weiß er, dann macht er das von hier innen heraus, aber mit einer deutlich geringeren Surface, weil jetzt, selbst wenn ich jetzt den Bildserver aufmache, das hier, diese Konstruktion zu brechen, ist halt schon ein deutlich höherer Aufwand und ich habe halt nicht Credentials, die ich einfach von irgendwoher wiederverwenden kann, sondern ich habe welche, ich müsste dem hier quasi irgendwie unterschieben, dass er Dinge macht. Das ist auch nicht unmöglich, ja, muss man sagen, aber es ist schon mal eine deutliche Stufe her und etwas, was jetzt zum Beispiel das Script-Kiddy, was ein paar Sachen gefunden hat, auch nicht so ohne weiteres hinbekommt. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, so die Deployment-Infrastruktur heutzutage so zu bauen. So, und wenn ich das nämlich mache, habe ich noch einen weiteren Vorteil, nämlich, um mal wieder zum Anfang zurückzukommen, ne? Checklisten. Das ist ja, das ist so etwas, zwar, das hat so leichte Verstörungen ausgelöst, wahrscheinlich nicht nur bei mir, dass ich dann bei jedem Release endlose Checklisten ausfüllen muss. Ja, das haben wir geprüft, das haben wir geprüft, ja, das ist okay, Unterschrift von irgendjemand, der sehr viel Geld dafür bekommt, dass er da unterschreibt und sonst nicht viel tut. Diese Dinge kann ich auch alles automatisieren. Nämlich, indem ich sie als Policy in meinem Zielsystem hinterlege, zum Beispiel in AWS, dass ich diverse Dinge gar nicht erst erlaube oder dass ich diverse Prüfungen machen muss, bevor diese diversen Prüfungen automatisch gemacht werden, bevor etwas darüber deployed werden darf. Das ist dann nämlich eine Automation von Security-Dingen, die mir deutlich hilft, weil ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, dass ich eventuell Dinge starte, die nicht konform oder nicht sicher sind. Und damit auch nicht diese ganzen Aktionen machen muss, wenn ich das retroaktiv wieder aus der Historie quasi löschen muss, was dann auch noch mehr Bürokratie und Papierkram ist. So, das war es dann soweit von mir. Unsere Reise durch die Security Pipeline. Ich hoffe, es gab vielleicht die eine oder andere Anregung. Und ich würde mich freuen, wenn es noch ein paar Fragen gibt oder irgendwie eine weitere Diskussion. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Genau. Sie können als Teilnehmer strecken oder im Chat Fragen stellen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal gleich an. Ich hätte direkt schon die erste Frage oder beziehungsweise die Darstellung von Castle Illusion war sehr, sehr gut. Sicher bin ich hinter diesen Mauern. Da ist die Zuglücke immer auf. Letztendlich, wenn wir jetzt soweit mit der Cloud kommunizieren, viele Firmen, viele Auftraggeber gehen auch in der Cloud, legen nicht nur Code dort ab, sondern die komplette Infrastruktur. Das heißt, dieses Castle, was ich früher mal hatte, dass ich mich einsperren lassen würde und habe überhaupt keine Zugbrüche oder nicht, eigentlich ist es, diese Wände sind halt voller Löcher. Da hätte ich schon mal gesagt, das ist eigentlich ein Schweizer Käse und wir haben tatsächlich eine Illusion, dass wir irgendwo uns hinten noch verstecken können. Ja, das heißt, man hat heutzutage natürlich einen On-Premise-IT, da stehen alle Clients dahinter, super, ja, schön. Sobald man Homeoffice macht, ist das direkt schon vorbei mit den Clients hinter einer Firewall. Und sobald ich sogar noch mit meinen internen Systemen, sei das jetzt mal Mail-System oder komplett was anderes, in die Cloud gehen würde und meine Infrastruktur jetzt mal auf AWS, Azure oder sonst noch wo aufbaue, habe ich gar kein Kessel mehr. Das heißt, ich bin überhaupt nicht mal hinter irgendwelchen dicken Wänden, sondern es ist alles komplett public, je nachdem, wie ich es baue, kann ich das natürlich sehr dämlich machen oder auch nicht. Aber die Darstellung fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Es gibt eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, von Dominik Strauss. Danke für den Vortrag. Kennen Sie Standard-Tools, mit denen man ein Deployment beispielsweise innerhalb einer Kubernetes-Umgebung durchführen kann? Ich sehe gerade im Chat. Wenn es schnell war, dann ja, unter Chat können Sie es auch machen. Ja, im Chat sehe ich leider nichts. So ist hier nichts angekommen gerade.
Also Standard-Tools für ein Deployment innerhalb von Kubernetes war die Frage. Korrekt, ja. Ich persönlich bin großer Freund von Helm, kann ich dazu sagen. Da, dass wenn nickt. Es bezeichnet sich selbst als Paketmanager. Im Endeffekt ist es, also Kubernetes hat man ja im Deployment sehr viele YAML-Strukturen, ja, Ressourcen, die ich dann einfach in den Cluster spiele. Und Helm gibt mir eine Möglichkeit, diese Ressourcenbeschreibungen so zu templaten, dass ich sie halt dynamisch austauschen kann. Und das ist halt gerade, wenn ich so CI/CD mache, eine sehr schöne Angelegenheit, weil die Struktur der Anwendung sich im Normalfall wesentlich langsamer ändert, als ich jetzt neuen Code da reinpumpe. Gerade wenn ich CI/CD mache und vielleicht täglich oder wöchentlich deploye, ist das so, dass meine Architektur irgendwann in so ein Steady State reinläuft und dann ändert sich die strukturell nicht mehr viel. Natürlich ändern sich dann die Container bei jedem. Das heißt, ich habe den Decode, der beschreibt, wie die Anwendung aussieht. Ich habe ein Deployment, ich habe Services, was auch immer ich dann aus dem Kubernetes-Universum brauche. Aber die entscheidenden Dinge, die ich dann zur Deployment-Zeit austauschen möchte, zum Beispiel, welche Version mache ich denn jetzt gerade oder in welche Stage deploy ich gerade, die kann ich durch Template-Parameter entsprechend austauschen und dann das Deployment dementsprechend anpassen. Also wenn ich es nach da schmeiße und nach da und nach da. Und vielleicht mache ich vielleicht noch, hängst dann jeweils an andere Umsysteme oder so, kann ich diese Parameter dementsprechend dann übergeben. Okay, danke schön. Ist die Frage damit erledigt? Passt es soweit? So wie es aussieht. Passt, guter Input, danke. Ja, bitte. Ich hätte noch eine Anmerkung auch zu dem Castle. Ich fand es übrigens auch eine Erinnerung noch so mit Code Reviews und Code Signing. Ich muss mir das auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass das nicht überall selbstverständlich ist, weil ich setze das eigentlich so, ja, klar, das macht man. Ne? Das mit dem Castle ist ja auch noch so eine Sache, ne? Jetzt wo wir im Homeoffice sind, ist dieses Castle, das existiert halt auch einfach nicht, ne? Weil nehmen wir mal das Beispiel, ich habe jetzt hier auch das Firmenlaptop. Woher wissen Sie denn nicht, dass irgendwie einer Ihrer paar hundert Mitarbeiter oder paar tausend Mitarbeiter, er sitzt zu Hause, hat sein Laptop, ist im VPN und dann kommt der Sohnemann vorbei und dann stöpselt man halt mal schnell den USB-Stick vom Sohnemann um die eingescannten Hausaufgaben und boom, war es das. Ja, man weiß, ohne man vorher den USB-Stick hatte. Ich meine, wir haben bei uns in der Firma mal den Spaß gemacht mit Rubber Duckies und haben die einfach mal hingelegt. Es gibt immer das Ding anstöpseln, um zu gucken, was da drauf ist. Ja? Stark, stark. Das war übrigens das Beste an jeder Konferenz, einfach nur diese USB tatsächlich Devices überall irgendwo hinzulegen, zu gucken, wie lange das dauert, bis jemand nachschaut, oh, ich habe einen USB-Stick gefunden, guck mal rein, was drin ist. Was ja an der Stelle auch sehr gut funktioniert, sind offene WLANs. Das ist auch unglaublich. Also ich kann es nicht empfehlen, das nachzumachen, weil man sich da auch sehr schnell auf rechtliches Glatteis bewegt, wenn man das einfach so in die Landschaft stellt und dann die Leute damit ausspäht. Aber es ist schon so ein bisschen, da steht hier irgendwo ein Free WLAN. Das heißt vielleicht so ein, zwei Buchstaben anders als das offizielle Konferenz-WLAN. Und schon verbinden sich die Leute damit wie sonst was. Gibt uns intern so einen Spruch, OPSEC ist hart. Das ist tatsächlich so. Ich mache immer den Spaß, um auf so Konferenzen, wenn es da Workshops gibt, troll ich dann immer die Leute, wenn es dann irgendwie heißt, so, ja, hier Kubernetes für Anfänger, blablabla, wir lernen in diesem Workshop, wie man halt irgendwie was macht, Spring Boot, whatever. Und dann heißt so, ja, ich habe hier was vorbereitet, ich lasse mal den USB-Stick umgehen. Stelle ich mich immer knallhart hin, sage so, ja, also tut mir leid, ich darf dich nicht einstecken. Wieso? Ja, das Security-Team bei uns in der Firma hat es verboten, muss ja jemand wissen, dass ich das bin. Und das, wenn sie dann so schwitzen, ja, stimmt, ich sitze auf GitHub und habe ich jetzt vergessen, was macht man jetzt? Das sind irgendwie 24 Trillionen Terabyte, das kriege ich jetzt hier über das Konferenz-WLAN nicht gebunden. Dann denke ich, ja, aber ich schwöre auch, hier, das sind total safe USB-Sticks. Also ich weiß es von meinem Bruder, die haben mal so USB-Sticks für die Firma gekauft mit einem Firmenbranding drauf, halt billig in China. Da war halt Malware drauf. Die haben dann halt irgendwie so 1000 USB-Sticks in die Mülltonne geklopft. Super. Also,
Also das muss einem jetzt nicht irgendwie bösartig sein. Es kann auch tatsächlich sein, dass man die irgendwie bei Amazon bestellt und die dann schon mit der Malware kommen. Okay, es gibt noch eine Frage, sehe ich gerade von Herrn Glaser. Und zwar, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es für einen solchen Deployment-Agenten empfehlenswerte konfigurierbare Lösungen? Jetzt gerade was den letzten Teil angeht, nehme ich mal an. Ja, ich hatte gerade auch Aussetzer in. Ich habe mich selber dann auch nicht mehr gehört, sorry. Also, gibt es Ja. für einen Deployment-Agenten empfehlenswerte und konfigurierbare Lösungen? Ich persönlich bin da ein großer Freund von GitLab CI, weil das nämlich tatsächlich diese Architektur so aus der reinen Konstruktion heraus sehr gut abbildet. Na, GitLab CI, muss man dazu sagen, ist jetzt kein dedizierter Server, wie man das jetzt vielleicht von einem Jenkins oder so kennt, wo man sich zu einer zentralen Instanz hingeht, sondern bei GitLab CI ist es so, ich habe meine Source-Code-Verwaltung. Und das kommt halt aus der Historie, weil GitLab hat quasi immer nur die Source-Code-Verwaltung gehostet. Wenn man jetzt CI/CD haben wollte, musste man quasi seinen eigenen Server da dran mitbringen und da dran hängen. Und das heißt, ich habe da genau diese Konstruktion. Ich höre mich gerade doppelt, merke ich. Herr Schuttmeier, können Sie vielleicht kurz Ihr Mikro, Ihr Lautsprecher ein bisschen leiser stellen? Okay. Jetzt müsste es aufhören. Das passt. Wunderbar. Also, und das heißt, die haben diesen Polling-Mechanismus einfach mit drin. Und bei GitLab CI ist es jetzt so, wenn ich den Runner entsprechend konfiguriere, also sprich, ich installiere ihn im Zielsystem und hänge ihn an die GitLab CI-Instanz, von der ich den Code haben möchte, ist das quasi der erste Schritt. Und dann ist der Runner ja bereits im Zielsystem. Das heißt, ich muss ihn quasi entsprechend berechtigen, dass er da drin die Sachen machen darf. Also, was weiß ich, Kubernetes Service Account an entsprechenden Rechten geben oder so weiter und sowas. Und damit ich die Runner jetzt nicht gegenseitig da in die Bredouille bringen, kann ich über Tags eine Zuordnung machen. Also, dass ich für jede Stage quasi einen Runner habe, der dann in seiner Zielumgebung läuft, die Rechte hat, das zu deployen und dementsprechend über einen Tag ansprechbar ist. Und dass der Deployment-Job, der da losläuft, ist dann halt wirklich nur erlaubt, auf einem Runner mit diesem Tag laufen zu lassen. Das ist eine relativ einfache Variante, die kann man sich innerhalb von ein, zwei Tagen selber auch zusammenbasteln fürs erste Setup und danach weiß man, wie es geht. Und ansonsten gerne Kontakt aufnehmen. Ich habe jetzt nichts Fertiges in der Schublade, aber das ist relativ. Also verglichen mit anderen Systemen ist es relativ straightforward aufzusetzen. Okay, vielen Dank. Frage damit geklärt? Und wenn nicht, Sie haben ja die Kontaktdaten gezeigt. Genau. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine, also so ein bisschen in Richtung von Herrn Strittmatter gedacht. Also von Herrn Biel hatten wir jetzt gesehen, sozusagen, das ist sehr nah an der Entwicklung dran. Man versucht, möglichst frühzeitig Feedback zu geben, viel Automatisierung reinzumachen. Was wären denn die konsequenten Schritte? Also es klingt für mich so, die paar Ansätze, die jetzt vorgestellt wurden, passen eigentlich ziemlich gut zusammen. Also das eine ist tief in der Produktion, in der Entwicklungskette drin, die Pipeline voll automatisiert nach Möglichkeit. Und der andere Schritt ist, okay, habe ich denn auch alles richtig gemacht und hat kein Werkzeug was übergesehen? Also ich gucke sozusagen im Nachhinein rein. Gibt es Möglichkeiten, das sozusagen früher nach vorne zu ziehen in den Entwicklungsprozess? Kann man da irgendwelche, würden sich irgendwelche Trigger anbieten, zum Beispiel, um dann einen Scan auszulösen? Würde man vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, detaillierteren Scans laufen lassen können? Irgendwelche automatisierten Pentests eventuell laufen lassen können, weil man ja weiß, okay, genau diese drei Systeme habe ich vielleicht hochgebracht. Ich kann also die Scanning-Bereich ein bisschen eingrenzen und dann auch wieder schneller eine Rückmeldung liefern und nicht irgendwie, okay, du warst irgendwie einen Tag lang in der Staging-Umgebung. Im Grunde genommen ist die jetzt schon nichts mehr wert, weil die stand nämlich zufälligerweise auch im öffentlichen Internet, dem Ansatz folgend. Ich möchte also dieses frühe Feedback haben und gar nicht erst in den Brunnen fallen. Ich war jetzt kurz weg, weil ich meine Headsets wieder neu verbunden habe. Deswegen war die Frage an mich oder geht die an den Herrn Biel? Die ging an Sie, Herrn Strittmatter, genau. Also vereinfacht Okay. gesagt, was kann man machen, um es noch ein bisschen früher in den Prozess reinzuklinken? Also gibt es da irgendwas, was ich anbieten würde? Also im Prinzip klar, natürlich. Also was wir jetzt zum Beispiel gerade bei dem Kunden ausrollen mit der Version 2 von der Secure Code Box. Wir benutzen übrigens Flux. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so als
Agent funktionieren würde. Ich gehe mal davon aus, wenn man da noch ein bisschen irgendwie noch Authentifizierung mit rantackert. Also bei uns Flux poltern halt im Prinzip einfach, ob es neue Helmcharts gibt und deployt es dann. Und natürlich klar geht es, was wir jetzt da gerade bauen ist, also die Version 2 der Secure Codebox funktioniert quasi, das ist einfach ein Kubernetes-Operator und die einzelnen Scans, diese Docker-Container, in denen irgendwelche Scanner drin sind, könnte man zum Beispiel auch so ein Dependency-Scan kann man da auch reinmachen, wobei das wäre jetzt eher so ein bisschen so eine Vergewaltigung, das sehe ich eher dann direkt im Build-Job vorne drin, das kann man einfacher in Maven integrieren. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, so das, alles, was der Bill gesagt hat, klar, alles machen, bitte machen in den Projekten, das ist super. Und dann kann man im Prinzip ja auch hergehen und einfach sagen, so, wir haben jetzt zum Beispiel eben so einen Operator gebastelt, der guckt einfach die ganze Zeit permanent so, was ist in meinem Kubernetes-Cluster eigentlich, was gibt's da? Und dann, wenn der irgendwas findet, was nach HTTP aussieht, dann kann man den halt konfigurieren und sagen so, okay, was soll da passieren? Soll da Nicto-Scan passieren? Und was wir jetzt gerade machen ist, wir scannen quasi beim Kunden alle Kubernetes-Cluster, die es da gibt, auf mit dem ZAP und dem Nicto auf REST-APIs. Das heißt, wir haben da so einen, weiß nicht, ob das Operator-Pattern jedem bekannt ist, das ist einfach so eine Komponente, die man in Kubernetes deployt, die hat erhöhte Rechte, die packt man da einmal rein und sobald da irgendjemand da, was weiß ich, ein Spring Boot mit REST rein deployt, kriegt er das direkt sofort mit und fängt an dagegen zu rennen. Und dann ist er natürlich, also das hört sich jetzt alles total einfach und easy an, als müsste man dann nur irgendwie hier so einen Helmchart deployen und dann ist alles fertig. Das ist natürlich nicht so, ne? Man muss da natürlich schon noch ein bisschen rumkonfigurieren, ne? Weil wenn man jetzt einfach so einen ZAP-Scanner, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat, wenn man den jetzt einfach so nackt irgendwo dagegen laufen lässt, dann kriegt man halt auch irgendwie eine Trillion False Positives, da muss man sich dann ein bisschen mit auseinandersetzen. Und das ist dann im Prinzip das, wo wir dann halt ins Spiel kommen und dann halt den Leuten beibringen und sagen, so okay, hier muss man noch eine Authentifizierung einpacken, weil sonst geht der Scan natürlich immer gegen einen Authentifizierungsfehler. Das hat man natürlich auch schon ganz am Anfang. Dann denkt man irgendwie so, oh toll, alles ist sicher. Dabei kommt halt überall immer nur der Forbidden zurück. Ja, wenn man dann halt mal eine Authentifizierung reinmacht, dann kriegt man auf einmal die Fehler mit. Aber ja, geht, kann man bauen. Also das kann man sowohl, also in der alten Version, die V1, funktioniert halt so, dass man das einfach über die Jenkins oder whatever, Build-Server, dass man halt so eine Trigger-API-URL aufruft mit einem Token. Oder dass man das halt eben so über Kubernetes GitOps-Style macht. Dankeschön. Sehr schön. Wir haben noch eine Frage von Christoph Raab. Und zwar, danke für den Vortrag. Wie sinnvoll ist es denn Ihrer Meinung nach, Docker-Images zu signieren? Ja. Kann ich die Beraterantwort geben? It depends. Nein, also natürlich, ich finde das durchaus sinnvoll. Weil es nämlich einen durchaus nicht zu unterschätzenden Angriffsvektor unterbindet, nämlich den, was man sich immer klar machen muss, Docker-Tags sind ja nicht immutable. Das heißt, ich kann theoretisch das, was sich hinter einem Docker-Tag verbirgt, nachträglich ändern, ohne dass es groß auffallen würde, weil die URL, es sei denn, also eine vollständige URL, die nicht änderbar ist, ist halt erst, wenn ich den SHA-Hash hinten dran packe. Das machen aber die wenigsten. Und dementsprechend ist es für einen Angreifer durchaus eine Option zu sagen, hier, ich gucke mir deine Docker-Registry an und ich nehme einfach die, packen Bitcoin-Miner mit zu. Wunderbar. Oder irgendwas anderes Böses. Ne? Bitcoin-Miner ist immer so das ist der Einstiegslevel. Ne? Bitcoins machen dann Spaß, wenn ich selber fürs Minen bezahlen muss. Und dementsprechend, das ist ein Angriffsvektor, den kann ich damit unterbinden, weil dann ist das Image natürlich nicht signiert. Aber das macht halt nur auch dann Sinn, wenn ich die Signatur auf der anderen Seite prüfe. Genau. Das wollte ja, ich gerade also, sagen, das ist natürlich auch wichtig. Ne? Ein Kollege von uns hat sich mal den Spaß erlaubt in der Firma. Da ging so eine Security-Beratung und hat halt mitbekommen, dass auch zufälligerweise am gleichen Tag ein Praktikant anfängt. Da ist halt mal rumgegangen, meinte, ja, hier, ich bin der Praktikant, ich bräuchte mal Zugang.
Und dann hat er da halt Zugang bekommen und hat dann fleißig Images signiert und deployed. Also macht Sinn. Oh, jetzt ist gerade, okay, bitte mal weg. Macht wie gesagt Sinn. Hängt so ein bisschen von meinem Konzept ab, wie ich das fahre, also wie ich diese Übertragung mache. Wenn ich einfach nur mit Text operiere, ist das sicherlich eine schöne Geschichte. Aber man muss auch dazu sagen, der Zustand des Ökosystems an der Stelle ist bei weitem noch nicht so weit, wie man sich das wünschen würde. Also es hat jetzt eine neue Arbeitsgruppe da in der CNCF die Arbeit aufgenommen, die das Ganze ein bisschen vereinfachen soll, dass unter anderem halt auch diese Signaturen in der normalen Docker-Registry gelagert werden. Und bisher brauche ich dafür separate Infrastruktur. Und das ist halt was, das macht es halt wieder ungleich schwerer, diese Signaturen auch zu überprüfen, weil dann habe ich wieder nochmal separate Komponenten, die ich betreiben und sichern muss. So in der Praxis hat sich das bisher, zumindest meiner Erfahrung, noch nicht so durchgesetzt, weil halt der extra Aufwand bisher sehr, sehr groß ist. Okay, vielen Dank. Also ich bin noch als zusätzlicher Hinweis, ich bin ja schon mal froh, wenn die Leute wenigstens ihre Images from scratch selbst bauen und nicht einfach nur immer irgendwie so, ja, ich nehme halt das Nginx oder whatever Image einfach mal so aus dem Internet, was irgendwie genau. Ja, also da bin ich ja schon mal froh, da will ich gar nicht so päpstlich sein und noch irgendwie verlangen, dass die Leute da Signaturen machen, weil es ja dann noch schwieriger ist. Okay, da kam ein super Danke zurück. Das heißt, die Frage ist jetzt auch erledigt. Ich glaube, es gibt jetzt keine neuen Fragen. Vielen Dank Ihnen beiden für die sehr guten Vorträge. Das hat uns echt Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Wir könnten wirklich noch länger machen, aber ich glaube, Sie hatten einen langen Tag. Und jetzt an der Stelle bedanken wir uns bei allen hier fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Diskutieren. Wünschen allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen beiden. Ja. Also falls mich jemand noch für Fragen erreichen will, Weltraumscharf im Internet, Twitter, GitHub, bin ich erreichbar. Gerne. Ich habe den Vorteil, dass mein Nachname nicht so gebräuchlich ist, dementsprechend findet man mich normalerweise. Man findet sie, okay. Alles klar. Na gut, schönen Abend. Okay. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.